jetzt wieder von vorn angefangen. Ach so, das ist die gleiche Quest nur. Also ist die gleiche Quest nur, dass wir halt nicht von vorne anfangen müssen. Ja. Oder was? Ja. Gut. Wo wir jetzt hinfahren, ja. Die Questreihe. Ja, meine ich ja. Okay. So. Ich hab das Buch gar nicht. Ja, das haben wir ja jetzt abgebrochen. Ja, habt ihr wir nicht fahren gerade da runter, um die Questreihe anzunehmen, ab einem anderen Zeitpunkt. Okay, danke. Ich wusste nicht, dass es geht. Macht die Susi uns schon wieder fertig mit Unaufmerksamkeit? Ja. Alles ja. Klar. Aber ja, also, seid ihr immer sehr geduldig mit mir. Also alles beim Alten. Ja, ja, ich muss doch den Namen unserer Crew gerecht werden. Beklappt. Nee, die Chaoten. Achso, ich dachte jetzt die, ich passe nicht auf Crew. Oh, Entschuldigung, könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich würde es als Konzentrationsschwäche bezeichnen. Das ist so. Keine Konzentrationsschwäche. Oder das nennt man Columbo-Effekt. Warum? Das ist das krasse Gegenteil von Konzentration. Und keine nein, Konzentrationsschwäche. Nein, Columbo-Effekt ist, wenn er aus der Tür rausgeht und sagt, ah, da fällt mir ein, ich wollte Sie noch was fragen. Und das war dann die wichtigste Frage von allen. Der Columbo-Effekt. Achso, doch, Marcel, ich muss dir widersprechen, weil ich habe ja etwas gemacht. Ich stand da jetzt nicht mehr rum. Ich habe mich halt doch konzentriert. So, ich wollte wissen, ob das Spiel schon läuft. Und der läuft. Hi! Oh Mann. Was denn? Nix, alles gut. Ruhige Seefahrt. Okay, jetzt eine laute Seefahrt. Aha, hier geht es jetzt quasi weiter, wer von dem, die diesen Schattenbrecher oder wie auch immer das im Deutschen heißt, ich hab's immer noch auf Englisch, Shroudbreaker kaputt gemacht haben scheinbar. Und da werden wir den Lord verprügeln. Warum immer tust du auf Englisch hast, weil bei mir war das von Anfang an auf Deutsch. Dominos fehlt schon wieder. Nein, das muss. Ich hatte das ja hier installiert und auf Steam hat es jetzt automatisch auf Englisch. Warum ja, man muss das unter dem Hauptmenü über Steam auf Deutsch stellen. Vermutlich, weil mein Steam auf Englisch ist. Ja. Und da wird er auch standardmäßig als ja. Installiert. Mhm. Aber da meine Polnischkenntnisse ganz okay sind, geht das. Official, hallihallo, willkommen zurück. Ich glaube, wir fahren zu nah an den Felsen ran. Ah, es geht. Die Botschafterflaggen kannst du bei den Ruffraktionen kaufen. Ich glaube aber erst ab Level 5 oder so, ne? Ja, ab Level 5. Nee, ab Level 10. Level 10 war das. Die kostet da 20.000. Du musst dann den Menschen einsprechen und auf seine Angebote oben gucken. Aber das lohnt sich, weil die Kohle hat man eigentlich schnell wieder rein. Ja, die und du kaufst sie halt nur einmal, nicht jedes Mal, wenn du sie verwendest. Ja, ja. Deswegen. Und das hat man dann eigentlich schnell wieder drin. Und um sie zu nutzen, musst du sie dann auf diesen Tisch da aktivieren, die neben dem Schatzmeister zum Beispiel steht. Dein Level siehst du hier unter Ansehen. So, das ist das Level zum Beispiel. Wir haben jetzt Level 34, also ich habe Level 34. Das schwankt ein bisschen, wenn einige ein bisschen mehr machen oder fieser sind, klauen und so.
Schritten so rüberziehen. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ja, mein Gott, sind wir es auf 33. Wie gesagt, du musst den Typen ansprechen, denn da, wo du auch dir die Missionen kaufst, da kann man auch die... Oh, es ist eine kleine Insel. Da kann man ja so Getränken, so einen Becher kaufen oder irgendwas anderes oder eine Schaufel und dann in der dritten Position ist die Flagge. Genau, als Beispiel, alles, wenn du beim Außenposten bist und der Typ im Zelt zum Beispiel, der gibt die Goldsamer Flagge. Ja. Dafür musst du halt das Zeug, was vorher am Angebot ist, auch gekauft haben. Also das Recht. Ja, ich glaube, Flagge ist recht, hast du ganz recht. Ganz recht, sie taucht aber erst ab einem Level, bestimmten Level auf. Also das ist. Wie weit ist es denn noch? 1,30 Meter ungefähr. Moment. Fahr mal stark, also Südost-Ost. Südost. Am besten nicht auf die Insel vor uns. Genau, vor uns. Passiert mal. Ah, da fahren wir einfach drüber. Ich finde das sowieso. Es gibt halt viel zu wenig gute Piratenspiele. Ja, so könnte man. Na schön zu östlich. Das ist Südost-Ost. Echt? Okay, dann habe ich mich ein bisschen verschätzt. Soll ich jetzt weiter südlicher wieder? Na, so ist gut, so ist es gut. Tatsächlich, das sieht aus, das jetzt nehmen. Oh, wir haben sogar Rückenwind. Ich werde verrückt. Ja. Ja, so ist wunderbar. Also, weil ich finde halt auch, das Setting ist noch viel zu. Also, entweder sind die Spiele nicht gut. Oder aber auch viel zu wenig, weil da gibt es ja eigentlich noch genug mit alten Krempel, was man daraus machen kann, also Story, technisch und so. Vor uns ist ein Schiff, vor dann der Insel, genau vor uns. Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall leuchtet da was. Ja. Nee, zwei Master. Zwei Master. Ja. Also nicht direkt der Insel vor uns, sondern dahinter dann. Ja, ja, ich sehe es auch, aber das Wasser schwankt zu sehr, dass ich das im Blick halte. Aber wir sind jetzt scheinbar weiter links von uns, oder? Ja, ein Spielerschiff. Ja, mit einer, mit auch einem roten Licht, wenn er da möchte. Wir wollten doch nach Plunder Valley, oder? Ja. Dann ist es doch bestimmt das Moment, oder? Nein, nee. Plunder Außenposten. Ach, Außenposten, okay. Entschuldigung. Ja, du kannst dir bei jeder Fraktion die Flagge kaufen. Beim Schatzmeister, beim Seelenmenschen da oder beim Handelsposten. Du kannst dir auch beim Schnitter eine holen. Und wenn du Piratenlegende bist, auch beim Athenes Segen kannst du dir eine holen. Also jede Fraktion hat eine Flagge. Du musst nur zu dem speziellen Typen gehen, der auch der Händler ist. Also am besten merken und die Sachen, wo du Sachen verkaufen kannst. Genau, überall, wo du was verkaufen kannst. Oder Missionen kaufen kannst. Also das Spielerschiff steht an dem Außenposten, schätze ich mal. Außer die Tusse vor der Taverne. Das ist ein V, wo er dran steht. Ach so. Was mir jetzt gerade bloß einfällt. Wenn ich wieder auf irgendein Ding bin, zeige ich es dir. Wir haben ja jetzt gerade die Handelsdings geholt, ne? Ja. Mhm. Aber wir haben ja keine Mission dazu. Wie kriegen wir dann da jetzt nebenbei den Krempel voll? Nein, die wir Schätze finden. Wie gesagt, du kannst dir die Level ja angucken. Du musst auf Tab drücken und dann kannst du dein Ansehen anschauen. Dann siehst du ja, welches Level du hast. So,
die Flagge levelt ja in dem Sinne, sobald du irgendwelche Ware berührst, geht der Prestige hoch. Oh, doch, das steht beim Außenposten. Und wenn man es auf ein Schiff legt, da gibt es auch höher. Ich dachte, es steht hier drin. Okay. Nein, nein. Ist das der Außenposten, wo wir hin müssen? Wo das Schiff steht, ja. Gut, an die Kanonen. Sind die denn schon geladen? Hat denn schon jemand seine Arbeit gemacht? Ich habe sie geladen, ja. Und es, wir haben auch ein paar Fluchkanonen, die habe ich eingeführt. Ja, scheint so, als versucht die diese Quest, dieses Event zu machen, was wir letztens gemacht haben mit den Flammen, ne? Ist mir alles egal, die wollen sterben, habe ich gehört. Die wollen doch die bestimmt die blaue das blaue Licht haben, oder? Violett, ja. Pink. Pink, pinkes Licht, genau, das pinke Licht. Blau war ja Hai. Hai, ja. Ja gut, da können wir sie auch ins Wasser schmeißen. Wir können es immer richtig cool machen. Was sagt ihr über Fische? Sollen wir die Leute angreifen oder sollen wir friedlich sein? Oh, Pink haben sie schon. Pink haben sie schon. Okay. Naja, zumindest hat es gerade noch geleuchtet gehabt in der Nacht. Ich dachte, ich habe Rot gesehen. Ja, beides. Pink und Rot und Weiß haben sie auch hinten. Dann ist der Verlust ja schwer, wenn die jetzt sinken. Das klingt gut. Ich glaube, die haben wir jetzt die Chance durchzusegeln, wenn wir schon hier sind. Also wenn wir jetzt auf die zukommen, die könnten abhauen. Ja, ja. Die haben es entdeckt. Machen sie aber nicht, also sterben sie. Was hast du vor? Hast du das vor, was ich denke? Ja, ich hab das vor, was du denkst. Brand? Okay. Brandbomben holen, so. Kommt ihr schon das Schiff? Ich mach Brandbomben. Okay, sie haben uns gesehen. Soll ich anbomben? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh je. Ach du Scheiße, ich bin tot. Sie hatten ein paar Sprengfässer in dem Schiff. Okay. Ja. Das hat mich gerade voll weggemacht. Kann jemand runtergehen? Susi, rette mich, wir kommen wieder. Ich bin schon dabei. Die schießen auf mich, die Säcke. Ja, natürlich schießen die auf. Hier, ich brauche hier unten ganz dringend Hilfe. Ja, laufen ich voll. Ich komm runter. Marcel, du bleibst draußen. Aber schnell! Ja, wir gehen zu dritt runter. Okay, ach du Scheiße. Wo sind sie denn? Ist doch gerade scheißegal. Hauptsache, erstmal retten. Also, deren Schiff ist weg. Drin. Bitte schöpfen! Bitte schöpfen! Ja. Wir schöpfen schon. Ich will reparieren, ja, ich repariere. Das ist aber ganz schön viel zu reparieren, sauber ist gleich. Robby, geh mit runter reparieren. Okay. Ben und ich einmal. Alles doch. Ich versuche hier gerade. Die anderen sind weg, oder was? So, ich anker mal. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Sauber. Sind die gesunken? Die sind weg. Ja, das hat sofort explodiert. Also, dass da zwei Fässer waren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Löcher sind alle zu, ne? Ja, ja, unten, ja. Gut. Alles safe, alles oben weg. Oben ist auch noch was, das mache ich noch fix. Ich glaube, ich bin gegen was gestoßen, naja. Ja, das war jetzt ein Unfall, ne? Oh, die haben noch Schätze hinterlassen. Oh. Echt? Ich sehe keine. Ich bin hier gerade, aber. Nein, die sind hier vorne. Sind ein bisschen weit. Wo? Ja, weil das Schiff weiter rausgeflutscht. Ja. Da vorne ist gerade eine sehr, sehr schlechte Wegbeschreibung für mich. Ich spring mal hin. Ach, dort. Ach, da hinten. Lol. Boah, cool. Die haben ein paar schöne Schätze und sogar Warekisten und so weiter. Oh, das ist schön. Dann leveln wir ein bisschen. Ist da eine Kiste mit Nahrung? Dann lass sie bitte liegen, weil ich brauche Nahrung dringend. Nee, das ist eine andere Kiste. Das ist eine Lagerkiste. Ich frage nur, wenn da irgendeine Transportkiste ist. Ich brauche dringend Nahrung. Pirat. Harpune. Auf jeden Fall scheint auch keiner mehr auf der Insel zu sein. Sonst wäre nämlich hier ein Meermann von denen. Harpune. Eine Kiste ist hier noch. Ja, warte, die hole ich noch. So. Na, die Harpune ist zu weit weg, also das kriegen wir. Ja, hab ich auch gerade gemerkt, alles gut. Oh, das sind sogar zwei Kisten. Also, was ist hier noch? Echt? Die eine hab ich nicht gesehen.
Ja, da ist noch Zucker. Ist das okay, nicht schön, ne? Da fängt unsere Plünderei ja schon früh an. Ist gerade keiner auf dem Weg zur Kiste, oder? Nee, mach du? Ja, mach ich das. Ich wollte eigentlich mich mal voll essen, aber. Der Zucker erhöht dann auch unsere Flagge. Ja, natürlich. Das ist Ware. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es nur mal. Das ist der Dach, reagiert er schon. Ich wollte für Robby, weil Robby ja gefragt hat, wie wir die Flagge jetzt hochkriegen. Genau. Nee, alles gut. Super. Die können wir ja auch hier direkt verkaufen, ne? Also eigentlich. Eigentlich schon, ja. Wollen wir es machen? Die Truhe ist leider leer. Ja. Na gut, die Truhe gibt ja selbst auch nochmal Geld. Aber die Truhe können wir auf dem Schiff behalten auch. Weil wenn wir zum Beispiel drei Schädel finden, können wir die zum Abgeben mal schnell da reinpacken und gut ist. Ist angenehmer zu transportieren. Ja gut, dann gehen wir auch mal. Aber wir sind sicher, dass da keiner mehr ist, ne? Sicher bin ich mir nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Meermann gesehen, ne? Den töten wir dann einfach und? Wir gehen jetzt einfach mal von aus. Aber ich glaube, die sind alle mit den Explosionsfässern hochgegangen. Das hat sogar mich weggemacht, also. Und ich war noch auf unserem Schiff. Ja, also wie gesagt, Explosionsfässer habe ich nicht gesehen, ne? Ich habe nur das Schiff gesehen. Das hat mich halt so aus dem Weg gemacht, ne? Es war ein Unfall, wir konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das passiert. Ja. Ja, es war bestimmt auch ein Unfall durch drei, oder wie viele, warte, sag ich jetzt sofort? Ja, durch drei Brandbomben draufgeworfen, bevor wir reingerammt sind. Ja, du hast dich verklickt, was willst du machen? Direkt drei Brandbomben reinballern. Ja, das ist wie das ablegen ist und werfen. Ja. Was willst du machen? Wo ist der Typ? Der ist nicht in der Taverne übrigens, den wir anklicken müssen. Ja, ich weiß. Das habe ich auf der Map schon gesehen. Wo ist er? Okay. Ah, ich habe ihn gefunden. Der ist bei den Seelentypen. Wartest du da noch kurz, dass wir das alle mitkriegen? Ja, ich warte noch. Wir sind hier. Ist noch was auf dem Schiff? Ja, ne? Nein, nur eine leere Truhe. Ach so, okay. Gott, gib mir doch mal irgendwo Nahrung in diesen Textkisten hier. Ich hätte gerne mal wieder volles Leben. Ah ja, Official, ich zeig's dir mal. Die Flagge wäre dann hier, in dem Bereich. Wenn die weg ist, dann kann man nämlich auch die Rüstung von denen kaufen. So. Ja, du musst halt alles, was ganz rechts ist, auch vorher geholt haben. Sonst wird die Flagge mehr. Genau. Ich dachte vorher, habe ich nicht gemacht. Was ist denn jetzt passiert? Was ist passiert? Ja. Bei mir ist schwarz, ich habe einen Ladebildschirm. Ja, dann bist du auf deinem Schiff, ne? Ja. Das passiert ja manchmal, wenn das System denkt, du bist irgendwie festgebuggt, dann wird er sofort teleportiert. Ja, das war gerade so ein bisschen, ja, stimmt schon. Also, wir warten jetzt hier bei einem Seelentypen. Ja. Ich bin jetzt aber wieder vollgefuttert. Kein Problem. Ich habe nur ein paar Seelenbomben. Offiziell, kein Problem. Das ist der, und wenn du dann die Flagge starten möchtest, musst du das hier machen. An dem Tisch. Hier unten, hier draußen ist noch Holz. Ja. Ganz schön viel. Ja, ich habe auch viel Holz gesehen. Ja, ich bin schon voll, also. Na, vor dem Zelt, wo ihr gerade steht. Und, ja, wir sind alle voll, Susi. Ach so. Und Holz haben wir auch dabei. Ist jeder da? Moment, gleich. Ich glaube zurück. Ja, jetzt. Werden wir angegriffen? Ja. Doch, hier wird doch geschossen! Hier wird geschossen! Ja, okay, warte. Da hinten ist was, ich sehe was. Wo? Oh ja. Ja, da kämpfen zwei Schiffe. Okay, wir starten jetzt einfach den Schleierband, komm. Ich dachte nur, die Cam sind jetzt zurückgekommen oder so. Okay. Komm, Susanne. Ja, ich komm. Wir haben jetzt auf dem Schiff nichts groß zu verlieren. Selbst wenn, dann kommt man zurück, ist egal. Seid ihr da? Ja. Alle. Er schneidet irgendwie, das hab ich nicht gesehen. I'm Olivia of the Order of Souls, and your arrival was foretold to me.
As was your quest to seek out and destroy the abomination once known as Briggsy. As you may know, the Order offers bounties for the skulls of those undead wretches that roam the Sea of Thieves. Yet even I am not permitted to send pirates in pursuit of a skeleton lord, for that would be sending them to oblivion. In life, Briggsy was a flamboyant adventurer who thrived on danger and excitement. How could she not seek out the fabled shores of gold? But now, she has been consumed by evil's thrall and is a fearsome foe to all she encounters. And yet, if the whispers on the wind are true, you have already claimed the Shroud Breaker. Perhaps there is a chance you might prevail. Very well. These papers hold fragments of memories from those who pledge allegiance to the Skeleton Lord. If you can decipher their meanings, they may lead you to artifacts, relics of Briggsy's life. Bring all that you find to me, and I will shine a light into the darkness that awaits you. Go now. I must prepare the ritual ready for your return. Okay. Alles klar, Olivia. Kann man das Gespräch auch lesen, wenn man nicht auf Uhr steht, ne? Du kannst mich auf der ganzen Insel lesen. Aber ich konnte es nicht lesen. Ich hatte das vorhin nämlich, wo ihr den anderen Typen nochmal angequatscht hattet. Ah ja, hat hier eigentlich irgendjemand eine Flagge gefunden von einem Schiff? Ja, hab ich. Hab ich doch gesagt. Achso, ja. Die hat nämlich, glaube ich, Stufe 1 Flagge, ne? Muss ich mal gucken, welche Stufe die hatte, aber ja, die hat eine Flagge gefunden. Ja, ich hab das, oh, gut. Können wir sie ja irgendwann mal abgeben im Schnitterversteck, wenn wir da sind. Ja, vielleicht fahren wir mal zufällig dran vorbei, dann wäre es ganz cool. Also Schaluppen und Zweimaster können wir mit einem gezielten Rammmanöver eigentlich fast versenken mit einem. So, jetzt schauen wir mal, was da überhaupt in dieses Büchlein steht. Okay. Dann werde ich für ihn zum Kill des Horns verstecken und die Änderung auskriegen. Nordöstliche Ancient Island. Ah, okay. Das ist okay. Eine kleine Insel nordöstlich von. Okay. Okay, eine kleine Insel nordöstlich Ancient Islands. Okay. Mhm. Wo sind die denn? So, nordöstlich. Jo, das könnte Paradise Spring sein oder Burnicle Cay. Oder Stephen Spoils. Das sind jetzt mehrere, okay. Mhm. Ja, wir müssen jetzt rausfinden, welche dieser Inseln das sind. Also das sind nordöstlich. Wir haben ja Blackheart Hill und so, also da hinten geht es dann noch weiter. Das sind jetzt 4-5 Sachen, ne? Ja, Castaway Island ist wieder zu nördlich. Also das sind irgendwie diese drei Inseln. Cutlass Cay ist zu östlich. Also ich würde sagen, es sind wirklich diese drei Inseln, die Stephen's Spoils, Barnacle Cay oder Paradise Spring. Kannst du kurz los was? Robby auch. Danke. Das Bild ist ja relativ. Ja, man kann es nicht wirklich sehen. Ja, war in der KK, würde ich sagen. Ja, das könnte es eher sein, ne? Nee, die Lupe könnte es auch sein. Guck mal, da geht rechts immer so ein Fitzel weg. Was für eine Lupe? Ach, diese Lupeninsel. Handspiegel habt ihr sie gestern genannt. Ach so. Also. Ihr sagt, wo ich fahren soll, dann fahren wir dahin. Lass uns zu Paradise bringen, erstmal, es liegt direkt neben uns. Ja, und dann können wir, ja, dann kommen wir die da oben, dann kommen wir noch weiter nördlich, wenn es nicht ist, und dann machen wir rüber. Das können wir probieren. Nördlich der Ancient 1 habt ihr, steht drin, nordöstlich, ne? Nordöstlich. Ah, nordöstlich, okay, nördlich. Das ist östlich. Ja, alles gut. Chill. Ja. Chill deine Base. Ja, lass sie, ja, das könnte, ja. Lass sie mal probieren, mal gucken. Genau.
dann erstmal nordöstlich. Ja gut, das die erste Insel ist ja direkt hier vor, ne? Also das kann man ja... Und Stevens Bolz ist ein Außenposten, glaube ich nicht, dass es ist. Also ein Seeposten. Aber es könnten wirklich Barnacle Isle sein, weil es am weitesten entfernt ist und nordöstlicher geht's nicht. Mhm. Aber wir fahren ja sowieso an der einen anderen Insel vorbei, da kann ja mal gucken gehen. Die hat so ein 14 nach rechts. Das könnte tatsächlich... Susi? Ja, ich bin mit Barnacle Isle. Jetzt ist er sicher gerade. So, wo ist es dann? Doch, dann schreie Leute gerüchte. Na, Vorsicht, das ist ein Schnitterspieler. Ne, Pirat befleckt, der hat sich nur gefleckt, okay. Kein Schnitter. Okay, da auf der Insel ist dann eine Leiche mit dem Schädel und da ist dann wohl der Schlüssel. Stand da nicht vergraben? Nee. Also es steht was für vergraben, aber nicht bezüglich des Schlüssels. Da steht nämlich, ich suche gerade den Text auch schon. Ihre Schätze sind vergraben und wir haben den Schlüssel und wir suchen ja den Schlüssel. Ah ja. Deswegen. So, das wäre jetzt die erste Insel. Ich wollt ihr jetzt noch vorbeifahren? Vorbeifahren oder halten? Ihr könnt vorbeifahren, ich spring rüber oder so. Sieht jetzt erstmal nicht so aus wie auf dem Bild. Naja, das ist ja. Dann ist das da die von nordöstlicher. Ja. Ja, da passt die Strecke auch gut. Da ist ein Spielerschaluppe rechts vor uns. Aber lass mal die Maschaluppe sein, sonst kommt halt nicht wirklich voran. Ist schon 10:30. Boah, wir haben wieder Gegenwind, ey. Kugsolo vorbei, also die ist auf jeden Fall weg hier. Dip. Wahrscheinlich sind die Schlüssel für irgendein Skelett hat den. Ja, hab ich schon gesagt. Ja, die Krall. Weil das ist ja jetzt sehen. Ruhe! Die interessante. Was? Hm? Ich glaube, da ist eine interessante Truhe dabei, oder hab ich mich jetzt geguckt? Das ist da gerade. Ja, das ist eine richtige Truhe, oder? Nee, fast, Entschuldigung. Doch geguckt. Nicht so erschrecken. Ich dachte, das wäre wichtig. Hallo? Moment, wieso bist du denn? Ja? Mir fällt nur gerade was auf. Ich muss was machen. Moment, wieso hast du das freigeschaltet? Was denn? Legende der Verdammten. Wer? Ja. Mein Titel. Susi, ja. Weiß ich nicht. Den habe ich nicht. Das ist. Ach, das ist der, der uns noch fehlt. Ja, und Susi hat den schon. Ja. Wahrscheinlich, als sie mit Mike allein unterwegs war. Sag mal, seid ihr alle Inseln abgefahren? Ja, aber wahrscheinlich die nein, alle. Nein, nur in dem einen Gebiet. Nur in dem einen Gebiet. Okay. Also, so geht's nicht, Fräulein.
Was fehlt euch da? Genau die letzte Errungenschaft, die du jetzt hast. Legende der Verdammten. Ja. Aber, aber was fehlt euch denn da bei dem Event? Nicht beim Event, beim Ansehen. Das ist. Ach so, beim Ansehen. Richtig, wenn du bei Ansehen gehst, dann Schiffsrotten, dann Fest der Verdammten. Warte, wo ist das Fest? Ja. Ja. Und dann unten das vorletzte. Und das letzte gehören ja zusammen. Du hast alle Leuchtfeuer, dass die auf Kies mit einer Schicksalsflamme entzündet. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es nicht ja, haben. Genau, das habe ich nicht. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht haben. Entschuldigung, Legende der Verdammten freigeschaltet. 12, 12, 12. Ja. Aber das können wir immer machen. Das kann ja. Ja, doch ja ich würde es ja auch immer wieder machen, wenn ich wüsste, was es denn triggert, wenn sie jetzt nicht alles abgefahren ist. Ich würde halt die Flamme einmal nehmen, alle 12 Inseln kurz abschippern, alle anzünden, gut ist. So, also bei mir war es übrigens das Mermaid irgendwas. Die ist ganz okay. Links irgendwo. Darf ich ganz kurz was anmerken? Wir sind bei der Insel. Genau. Rechts die? Ja. Ja. Die war ganz nah am Rand der Welt. Ich wollte es nur sagen, nicht, dass ihr jetzt hier einfach dran vorbeischippert, während ihr hier gerade irgendwo. Ich bin am Anker. Hängt. Oh, Beiboot. Ja, ankern. Und Beiboot, das ist schön. Ja, hier sind wir richtig. Das sieht nämlich genau hier mit diesem Aufgang. Wir sind richtig. So. Wir haben Texte unten. Stimmt. Ja. Wir reden der Jones, der will uns töten. Captain Avery ist hier mit Leuten. Ach du Scheiße. Ich krieg hier eine Metal-Sinfahrt, ja. Ach, hier war einer von uns. Warum rennt ihr denn weg? Weil wir geschossen haben. Schön doch, alles gut. Ich hab die falsche Waffe mitgenommen. Au, hier bist du, Assi. Hoppala. Jawohl, ja. Ja, fein. Das klang wie die Musik, die du immer hörst. Cool. Ja. Haben wir jetzt was? Gucken wir mal ins Büchlein. Wir haben Schlüssel. Im Buch geht es sowieso noch weiter. Da war noch mehr Text. Wir müssen jetzt Richtung Westen. Genau, West Ancient Isles wäre das nächste. Dann haben wir. Wo steht denn das? Zwei Schlüssel. Wenn du eine weiter blätterst. Nee, weiter. Du blätterst schon wieder zurück bei mir zumindest gerade im Stream. Ach, da geht's weiter. Haben wir alles von der Insel? Ich habe noch einen Kelch, den ich gerade mitbringe. Okay, dann sehen wir ganz besonders Truhe im Westlichen. Ah, der großen Insel diesmal, ne? Ja, okay. Mhm. Warte, ich komme noch. Habt ihr noch was? Ich guck noch mal kurz. Ich guck auch noch. Ja, sieht jetzt recht leer aus. Ist noch was fast? Ja, ist noch ein. Scheint alles gewesen zu sein. Also zumindest glitzert nichts mehr. Ja. So, ich leg den Schlüssel mal hier hin. Auf den Tisch. Dann sehen wir den auch alle. Dann nach Westen. Und der Lagerkiste sind 28 Holz. Geil. Mhm. Direkt aufs Cloud. So, Westen. In der westlich der Asian Isles, ne? Das ja, ist ja. Aber hier ein bisschen. So, damit drei Inseln wieder. Es muss eine große sein. Es gibt aber bestimmt hier ein Bild. Ja, drei große, habe ich ja gesagt. Diesmal sind die Bilder sehr schwierig.
uns rücken. Zu weit. Aber warte mal, das ist nicht auf der Insel, ne? Das ist eine große, also hier steht ja jetzt, die sind auf die große Insel. Dann haben die eine große Insel gefunden, haben das die Truhe genommen und sind hingerudert. Wohin gerudert, ja. Nicht geschickt an Ort, das versagen Schauerskelette. Okay. Reicht der Gegend, läuft die Gänse, arme Bilder. Also wir müssen dann auch diesen Adlerstein finden. Na, die haben es ja vergraben auf der Insel. Ja, aber wir müssen dann noch diesen Adlerstein auf dieser Insel finden und seinen Weg zurückverfolgen. Und dann. Richtig. Dann kommen alle wieder und die schubsen ihn dann da runter. Aber irgendwie ist gerade, ihr kommt jetzt auf der Insel und irgendwie weg oder sowas. Ich habe nur mit einem Ohr gerade euch zugehört, deswegen. Ja, vielleicht sollten wir mal losfahren. Einfach mal erstmal in Richtung Westen, weil das dauert ein bisschen, bis wir da sind. Ich sag, das ist Kowiewicz. Das sieht mir stark genug aus. Unser Anker ist etwas kaputt. Dann musst du ihn reparieren. Ja, ich hole gerade Holz. Ich habe immer Holzvorrat bei für Notfälle. Oh, und warum hast du mit auch repariert werden? Schon mal Anker hochmachen, oder? Ja. Ihr müsst mir immer noch die Richtung genau sagen, von hier aus. Westen. Naja, da ist viel im Westen. Ja, wir müssen gerade erst mal selbst gucken, auf welche der drei Inseln wir gehen, Ben. Das wissen wir doch noch nicht. Westen, so dehnbarer Begriff, genau im Westen ist keine so große Insel. Ja doch, das Kowiewicz könnten wir gehen. Ja gut. Ein bisschen südlicher könnte. Achso, du drehst noch, okay. Na, das. Ich bin jetzt genau Westen. Warte mal. Ja, warte mal. Lass mal so. Na, ich muss wegen den Steinen da aufpassen. Ein bisschen näher. Ja. Ja, hier sind Steine. Ich kann nicht einfach jetzt direkt in den Westen fahren. Ja. Hast du das auf den Bildern erkannt, oder was? Nee. Also am westlichsten wäre halt das Kowiewicz, ne? Weil es steht auch nicht drin, irgendwie Nord oder Süd noch dabei, sondern wirklich Westen. Das Wasser ist wieder sehr, sehr unruhig. Aus irgendeiner großen, wo wir sie verstecken können. Dann finden wir sie. Wir nehmen sie, die Truhe, und wir rudern es. Rudern es hart, bis wir das Knirschen des Sandes hören. Ein Ort, die Truhe zu vergraben, nicht. Mich geschickt. Also, sie sind an einem Sandstrand gelandet. Das ist schon mal richtig. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass was mit den Snake Island zu tun hat. Halt Snake Island ist nicht groß genug. Nein, was aber... Was ist die nördlich und nicht westlich? Aber auf Seite... sehe ich gerade nicht. Die ist komplett nördlich, Robby. Ja. Aber die waren ja auf der Insel. Dann sind die erstmal rumgerudert. Hä? Nein. Wir sehen sie ja ganz besonders in den westlichen Inchit Eis. Wir suchen uns eine Insel, sie dort zu verkaufen. Ja. Zu einer Koten, wo wir sie verstecken können. Ja, dann finden sie. Lass mich mal ganz kurz fertig vorlesen, damit Robby das versteht erstmal. Ja. Dann finden wir sie, wir nehmen sie, Truhe und wir rudern es. Rudern es hart, bis wir das Knirschen des Sandes. Die rudern vom Schiff auf das Ding.
Das ist damit gemeint. Und das Schiff und dieses Beiboot ist immer noch da. Wir müssen das so bedenken, die sind da gestorben. So, und dann sagen die ja weiter, die suchen immer noch nach einem Blablabla, wo sie die Uhr, Blablabla. Und dann nächste Seite steht, bei mir jetzt im Englischen, walking in line like snake. Ja, das ist der Weg. Da ist ein Bild einer Schlange auf einem Felsen. Das hat nichts mit der Insel zu tun. Okay. Das ist nur das Symbol einer... Also ja, ich würde auch erstmal die Große da jetzt ansteuern und dann halt mal gucken. Dann sind sie ja irgendwo. Was? Nee, Ben hat mir gerade zu damals ins Ohr geschrien, ich muss das von leiser stellen. Wir fahren auf einen Sturm zu, sagt ich weiß, ja. Ah, okay. Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall eine Insel finden, wo ein Strand ist und an dem ein Boot gekentert ist, dass das immer noch da liegt. Suche ich gerade, ob man es irgendwie auf der Map erkennt, aber sieht es da nicht. Auf der Map sieht man es nicht. Da müssen wir dann vorbeifahren. Ja, ich bin schon am Ausweichen. Ja, ich dachte nur, ich bin mir sicher, du siehst es, aber ich will jetzt ja einfach nur Sicherheitsverbot sagen. Am Ende hier wird doch Hetzer, weil es auch ein Sinn. Da hinten war irgendein Schiff, Spielerschiff, war eine Gajone. Ganz links, ja. Das ist immer noch dieselbe von eben. Ah. Das ist die auch PvP gefleckt ist. Ja. Und ganz links hinten ist auch noch ein Schiff unterwegs, kann gerade nicht erkennen, was für eins. Jetzt ist es hin und Nebel verschwunden, sehen wir uns nicht mehr. So. Nehmen wir an, schippern, ne? Oder soll ich oben bleiben? Du kannst auch schippern. Hä? Du kannst auch schippern. Jetzt, wo Sturm ist, muss der Robby natürlich bummern. Achso, ist Sturm. Ja, das war das Geräusch des Wassers. Oder das Bier, was wir trinken, was nebenbei. Was passiert jetzt? Oh, scheiße. Kann man sind. Nein, das ist ein Skelettschiff. Ein Skelettschiff direkt rechts. Ich schippe auch weiter. Ist es das ein Ruhr oder? Galeone. Okay, wir schießen. Ich repariere. Links. Okay, wir sind okay. Oh Gott. Ernsthaft über dein Verlangen reden, andere Schiffe zu kommen. Ja. Ich fahre eine Waffe. Ich nutze. Ich bin hier unten und guck mal, was ist denn hier noch? Ich wollte nur helfen, weil das so viel klappt. Nein, da ist gar nichts passiert. Oben passiert, oben läuft so rein jetzt. Oh, ich hab sogar abgekommen. Okay, jetzt ist es doch etwas viel. Verdammt, ich hab die Munition nachgeholt. Super. Schon repariert? Ja, aber ich. Ah, ich habe Gumpelt wegen irgendeiner Flugkugel. Okay. Ich schippe weiter, er macht oben.
Hoppala. Ich dreh ab. Ja, ich muss an den Felsen weg. Die Hände sind zum Felsen gedrängt. Und wenn ihr nur am Reparieren seid, hilft das auch nichts. Na, Hobby schießt doch, oder? Ich schieße, ja. Das ist gerade schon ganz gut, also. Oh, oh, die rammen uns, die rammen uns. Oh, ich komme da nicht vorbei. Oh, das könnte knapp werden. Das wird hinten. Scheiße. Ja. Oh, oh, oh. Oh, das war vorbei, oder? Ja. Millimeterarbeit. Okay, alles gut. Und nicht mehr. Fahr einfach weiter hier, das ist... Wir hängen uns am Arsch, ne? Ja. Finde ich gut, ich will die haben. Nein, nicht ganz, reicht nicht. Okay, wir können mit Kanonen, genau. Ja, versucht tief zu treffen. Wir brauchen hier unten mit der Macht. Okay, mach ich. Und du musst auch den normalen Ding treffen, nicht die Dinger. Hä? Nicht die Stangen versuchen zu treffen. Das funktioniert nicht. Die haben keine Trefferbox. Ach so, was dann? Einfach, einfach das normale Schiff treffen. Ach so. Es bewirkt nur, dass das der Mast kaputt geht. Ah, das wusste ich nicht. Okay. Ach, ernsthaft? Okay. Ja. Wir haben eine Insel an der Backe. So ein bisschen. Also Leute, das war direkt bei mir. Nein, hier nimmt so viel Abstand. Okay. Ja. Nee, keine Wände. Dann hast du gedacht, oder? Mhm. Oh, bin ich gut. Ach, das ist die Schnittertruhe, die da vor uns ist. Ja. Hab ich auch schon gesehen, ja. Okay, links. Hm.
Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ich kann nicht mehr als da reinzulenken, gerade. Ja. Aber die können gleich abbremsen. Dann würden wir sie überholen. Anker. Anker? Ja, Anker, ja. Anker, Anker, Anker. Ja, ja. Ich geh reparieren, bitte. Gut. Ja. Fuck. Haben wir die jetzt angehalten? Ja, die sinken gerade. Oh mein Gott, scheiße. Wir haben die Kanone gekillt, Leute. Jawohl, ja. Ja, die Handelsbund-Level ist auch dadurch gestiegen. Hätten wir jetzt auch mehr gekriegt. Oh, wie geil. Unsere erste Galeone gesunken. Siehst du, das kriegen wir auch hin. Siehst du, Zusammenspiel hat gut funktioniert. Ja, ich habe mich mehr auf Reparieren konzentriert. Ich bin beim Schießen nicht beim Schießen hektisch, aber... Ja, das war perfekt. Dann bin ich ab und zu dazugekommen beim Reparieren, wenn zu viel wurde und sonst habe ich geschossen. Das war perfekt. Ja. Das lief richtig gut. Oh, da kommen die Schätze. Oh mein Gott. Oh. Aber so viel mehr ist das gar nicht. Das war schon immer so ein bisschen meine Rolle, eher als Support, ne? Ja, bei WoW immer nur Heiler spielt. Ja. Ja, das war fast gut. Na, ist auch fast gut. Das ist ja das so. Das war auch nur fast gut. Ja, ich sehe da nicht viel. Das war komplett beschissen. Mach nee, ich nicht, das war nee, gut. Ich hab was. Ah, du hast es. Ach komm, ich nix drin. Perfekt. Das Susi? Ach, ja. Nimmst du die Truhe? Ich bin gerade zu den Schätzen. Schmatzi, schmatzi. Spieß mich auf. Oh, das war fast bei mir. Oh, danke. Ich sehe nichts in diesem Wasser, ey. Ja, es ist einfach dunkel, ist es so. Ist da noch was, oder? Ja, ja, da war noch was. Die Fresse, vom Schiff ist auch noch was, ne? Ist das die Truhe, oder was? Hoppa. Ja, ich hab da eine Truhe hingelegt, vor Schiff direkt. So, Robby, ist noch irgendwas? Siehst du noch was? Also, ich sehe dank Welt ich seh grad nichts. Auch nix. Also, warte, ah, ja, ich such mal anders. Wie ein Schädel da liegt. Keine Truhe. Ne, hier ist nichts mehr. Ist nichts mehr? Ne. Du siehst das ganz gut, wenn du unter Wasser gehst und dann rumguckst. Das ist eine Idee, ja. Dann siehst du auch trotz Wellengang. Das mach ich immer so. Also, das hab ich bisher nicht anders gemacht. Danke. Danke. So, Skelettruhe ist hier? Ja, oh mein Gott. Wollen wir dann gleich noch die Schnittertruhe mitnehmen? Die müssen wir abliefern schnell, weil dann sind wir gefleckt. Ja, können das immer noch mit. Weil da können wir auch, da können wir nämlich auch gleich noch die Flagge mit abgeben. Ja, stimmt. Es müsste doch theoretisch unseren Fortschritt auch gespeichert haben, weil wir Schlüssel. Ja. Wir haben ja ein Item gesammelt. Ne? Also ja. Im schlimmsten Fall machen wir das andere dann morgen oder so. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel, weil der ist ja dann weg, der Schlüssel. Nein. Gegenstände werden gespeichert. Okay, aber. Wenn wir die Fahrt wieder? Nicht abschließen, kann man an bestimmten Punkten weitermachen. Ich weiß aber nicht, ich habe es jetzt noch nie gesehen, dass hier gespeichert steht. Ich weiß nur, dass es so ist. Aber okay, ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ja, ansonsten der. Schlüssel war jetzt kein großer Akt, also... Nee. Ja, eben. Und wir wissen dann, wo... Fall, genau. Wir wissen ja, wo die Insel dann ist und so, dann geht das schon. Schnittertruhe ist rechts von uns, Ben, ne? Was? Rechts? Oh, Entschuldigung. Rechts, ja. Ja, das genau. War wegen der Wende jetzt. Ja. Im schlimmsten Fall, genau, wissen wir ja gleich, wo es ist und dann ist alles richtig, gut. Das ist fix erledigt. Also das ist ja gar kein Thema. Da ist schon wieder eine... Ist das eine Schaluppe? Nee, was ist das? Irgendein Spielerschiff? Ah, ja, da. Ja, ich sehe. Das macht es nicht alle. Das ist echt schlimm. Ja, irgendein Spielerschiff halt. Die wollen, glaube ich, auch gerade zur Kiste, kann das sein? Haben wir denn noch genug Munition halt. Und so weiter alles noch? Ja, ja, wir haben noch Kisten gerade eben aufgesammelt. Wir haben jetzt Zeug ohne Ende.
Da war auch eine Lagerkiste bei, ne? Vielleicht ist da. Das hab ich gerade gesagt. Aber die ist leer. Also die hier steht, ist leer. Nee, oben ist noch eine. Ich pack mal wieder alle Kanonen eine Kiste, damit wir eine Übersicht haben. Übrigens, wenn wir noch zwei Schnittertruhen abgeben, du noch eine, Marcel, bekommen wir eine Belobigung. Ist das nur eine? Ja, du hast ja eine mehr abgegeben als wir. Ich müsste zwei abgegeben haben, ja. Wo ist die? Ansehen? Wo hast du das gesehen? Das ist unter Ansehen bei den Schnitter. Steht das mit den Truhen? Ich glaube auf der letzten Seite, weil. Ansehen beim Schnitter. Ja, bei dem. Schnitterknochen? Ja. So. Ja, genau, die Schnitterknochen. Nee, das sehe ich ja nur die normalen Sachen. Da musst du dann nochmal auf den Bereich klicken, wo die Erfolge sind. Zur letzten Seite hast du es gesagt? Ich glaube schon. Megalodon. Ja. Kommt jetzt drauf an, was noch erinnert. Ansonsten. Jetzt ist es der Weiße, ey. Nee, ich glaube, ich überall nur. Den hast du schon, den Lilan. Ja, den haben wir schon. Ignorieren. Wenn er uns nicht angreift, ne? Da letzte Rolle Akku. Meistens greifen die nicht an, aber ich weiß es nicht. Wir sind ja in seinem Gebiet jetzt mit dem. Sieht hier überall nur 0 von irgendwas. Ja, also ich guck gleich nach. Ich bin jetzt hier aber wieder am Schubbeln. Alles gut. Das sind noch leider. Ich hab nur gesagt, noch 2 Truhen. Dann haben wir den nächsten Belobigungsbereich. Okay, der. Was ist? So, jemand hat einen Anker? Schon mal? Ja. Noch nicht. So. Ja, aber schon mal ran, weil wir sind leider. Bin schon dran, ja. Und bin ja. Gut. So, ich guck mal, wo das nochmal stand. Kapitänskajüte ist nichts. Die Schnitterknochen. Genau, und dann Gütegrad verkauf einen Schnitterkochen. Nein, das. Der muss unten sein. Ich hab sie, glaube ich. Aber hier unten ist richtig viel, also. Hier ist noch ein. Ah, nee, das war nicht hier. Das war nicht hier, das war eine andere Belohnung. Hier ist noch eine Kiste und Schädel bei mir. Das war unter den Schiffsratten, genau. Ja, Susi, nicht Dingsen, sondern. Genau, ich dachte wegen Frackangeln neu. Weil deswegen angel ich jetzt, nicht aus Langeweile. Ja, da ist am Zeug hingelegt. Es ist unter Söldner Seefahrten, nicht unter Schnitterknochen. Oh, da kommt ein roter Fisch. So, ich mach das mal mit denen. Dabei werden wir nie am Fax angeln, dann kriegen wir auch die Fische ja nie. Unter Söldner-Dinger, da steht das. Und der letzte Seite hast du gesagt? Oh, kommt nee, es ist schon auf der ersten. Ja, ignorier den erstmal noch, nicht angreifen. Ja, ja. Darf ich auch überall 0, also das muss auf der zweiten Seite sein. Du hast 3 Schnittertruhen verkauft. Ja, 3 Stück habe ich, weil eine fehlt mir noch. Okay, ich habe die Schnittertruhe, sie ist auf dem Schiff. Mit der habe ich es dann, cool. Ja. Ja, das ist immer noch derselbe. Der hat nur seinen Radius jetzt ein bisschen erweitert. Ist aber weg. Naja, der kommt gleich wieder, wenn wir drehen. Ja. Scheint leer zu sein. Die Schnittertruhe? Wollt ihr denn auch die anderen Sachen dann bei den Schnittern abgeben oder wollt ihr das beim Außenposten dann? Würde ich noch beim Außenposten. Ja, ja, wegen dem Ruf, ne? Ja. Ui, das ist ein Anglerfisch. Ja, das ist der, genau. Dieser hat sich doch gelohnt. Nehmen wir noch Meckern hier. Meckern nicht. So, wir haben jetzt einige Schätze. Ich muss mal gucken, wo ist denn der Schnitterversteck? Ich habe ja auch noch einen Fisch. Ich habe rostroter Wildfang. Und Haifisch. Ich hab einen wilden Sturm. Oh, der Schnitterversteck ist ja direkt hier in der Ecke. Mhm. Nordosten. Mach mal die Anker wieder hoch. Nordosten. Sicher?
Wie wir sich schon hochmachen wollt. Hier ist noch ein Stein irgendwie im Wasser, ne? Ach, ihr taucht ihr noch? Ja, ich bin noch unten. Ach so, ich dachte, ihr seid alle... Ich frage, ob ihr wirklich sicher seid. Weil ich will ja auch gerade noch Fleisch und sowas, das kann man auch noch gut abgeben. So, habt ihr alles, die Schädel und so? Sieht so aus. Ja. So, erstmal hier Fleisch und sowas. Auch dran denken, gekochtes Fleisch auch nicht essen, das können wir auch mit abgeben, ne? Robby, bist du noch unten? Ne, ich bin da. Seid ja. Wir sind jetzt alle da. Susi, ich hab dir ein paar Köder mitgebracht. Danke. Ich hab hier mal noch so ein, noch zwei Fische mit reingelegt. Ach, den. Ach, guck mal, den Sandy Wild Splash und ein bisschen, oder? Ich hab mal so einen Schwertfisch reingetroffen. Nordosten, okay. Ja, wo hast du denn reingetroffen? Linke Piste, also hier. Bei mir heißt der Sturmfisch, ich weiß noch nicht, wie das jetzt ist. Ach, Sturmfisch, okay. Wenn Sturmfische kaufen. Okay. Schwertfische, Nee, nee, gibt's aber auch. Wollt ihr eine App anmachen zum Gucken? Hä? Wollt ihr was kaufen? Nee. Okay. So, Ankerlichten. Wir haben halt nur auch ein paar Fische. Fische, Haifleisch, Hühner oder Fleisch oder sowas, Schweine, whatever. Mhm. Ist ein bisschen was dabei, was wir verkaufen können dann beim Seeposten. Wir wollen Story machen, nein, wir machen alles andere. Ja, jetzt komm. Ich beschwere mich, ich fand's lustig. Angeln. Okay, wo geht's jetzt hin? Machen wir jetzt... Nordosten. Also erstmal Schnitt. Ja, der ist ja direkt um die Ecke. Ja, genau. Okay. Das ist ja gleich Plunder Valley, ne? Das schafft ihr auch ohne mich. Was? Das Verkaufen. Dann könnte ich auf Plunder Valley nochmal gucken, ob das die richtige Insel ist. Du so weißt, wenn das auf... Du triggerst dann die Story, ne? Ja. Soweit ich weiß, ja, ist nämlich das zweite, ist passieren Story-Events auf der Insel. Okay, okay. Ja, hast recht. So wie vorhin, ja. Dann weil ich muss zugeben, ich habe diese Story schon mal gesehen, also im Stream. Ja, aber ich würde es mir halt schon gerne. Ja, da tauchen nämlich Geister auf und die reden miteinander, weil da was passiert. Ach du Scheiße, sieht hier drin schon wieder aus, ne? Und ja, aber wir brauchen rein. Aber wir brauchen immer noch 20 Truhen auf einmal, um einen Erfolg zu haben. Ja, das kriegt man auch noch hin. Jetzt haben wir es doch langsam raus hier, wie der Rotz funktioniert. So, ist die Schatztruhe hier auch voll? Da sind jetzt drei Sachen drin. Ich habe noch so einen Fragfisch. Da kann ich einen kochen und einen ungekocht lassen. Guck mal, wir haben uns jetzt hier von Noob of Pro innerhalb von 2, 3, 4 Wochen easy Snack, Alter. Na, irgendwann mal machen wir mal das Armada-Event mit drei. Nee, das ist unterschiedlich. Ich habe einen blauen und einen roten Frackschnopf. Ja. Also, ich habe unten jetzt mal aufgeräumt. Nachtfenster und einen morgenroten. Naja, von der Tagesabzeit abhängig wahrscheinlich, ne? Ja. Und ja, rechts die kleinen Teile. Hier siehst du auch die kleinen Teile noch. Oh, die Karte ist nicht richtig ausgerichtet. Schick, ne? Ja. So kann man noch ein bisschen mal besser arbeiten damit. Mehr nach Norden, genau, das wollte ich wissen. Weil teilweise waren Sachen in Kisten versteckt und so, du hast halt echt die Übersicht verloren. Ach, da ist schon das Schnitter versteckt. Oh, ich seh's schon. Es ist im Sturm übrigens, oder an der Grenze. Ja, dann bleib ich am Stück. Na, ich fahr so an den Rand, dann kann man da besser dran. Ja. Und wir haben ja immer noch ein Beiboot, die gehen nicht kaputt bei Sturm. Okay, dann lagern wir schon mal um. Ja. Toll, die ganze Ordnung wieder im Arsch. Aber ist es doch nur die Schnittertruhe und die Flagge, oder? Hobby nicht umlagern. Nee, stimmt, ja, stimmt. Passt. Einer die Flagge, einer die Kiste und dann ist gut. Ne, ich will aber noch mal kurz zum Händler von dem Typen dann auch. Die Flagge? Hast du jetzt die, warte mal, hast du die Kiste jetzt schon draufgetan? Hä, warum Ruderboot? Ne, die können wir auf die Hand nehmen, wir brauchen das Ruderboot jetzt nicht. Okay, ah, ja. Ah, ja. Ich hatte mich... in der Hand? Nee, ja, okay, pass auf. Es ist nämlich gerade buggy. Bei mir hast du nämlich nichts in der Hand, sondern nur ein rotes Leuchten um dich rum. Besser? Ja, jetzt sehe ich die Nemse nochmal.
Okay, du hast die bei mir nicht in der Hand. Okay, das ist nur der Skin praktisch unsichtbar bei dir. Ja. Aber sie steht nicht mehr auf dem Boden hier. Die Grafik des Dingers der öfter. Ja, so. Robby hat das oft, ja. Robby ist doch auch Skelette und so. Das ist wahrscheinlich wegen der Sprache. Ja. Und das hat mich halt gerade irritiert, ob du die Kiste hast oder ne? Mhm. Oder. Wir können gleich Anker, gleich. Wir sind nämlich jetzt hier direkt da. Wenn du ein Stück nach links lenkst, dann bist du näher dran. Du bist doch sehr weit weg. Ja, komm, hau rein, Anker. Anker. So, ich wollte nämlich da noch was bei dem Typen gucken. Ja. Mach mal. Oh, ein Beiboot. Tja, mal gucken, ob da was Cooles drin ist. Wir sind immer auf der falschen Seite für mich. Ja, nur Holz. Ignorieren. Rejoice, for there is no greater glory than the pirate's life. Hä? Achso, schieß neben mir. Wieso verkauft dir jemand ohne was zu los? Oh, ich hab gerade einen riesen Fisch an der Angel. Ja, ich kann jetzt den nächsten Rang kaufen, sehr schön. Ich glaube ich auch. Ich muss dann gleich mal gucken, nachdem ich den Fisch geangelt habe. Ich bin jetzt 20 Kondome. Ah, ich bin freigeschaltet. Spiel mit dem Tod. Genau, das kriegen wir erst bei der nächsten Schnittertruhe, die anderen. Oh, mein Kosmetiktruhe hat einen neuen Titel hinzugefügt. Nice. Und noch ein Titel. Ach nee, das ist der Titel. Nice. Na, Schmatzi. Boah, ein Trockenmeer. Ich weiß, Anton, was ich gefunden hatte auf der Insel, war ja eine Flagge und keine Kiste. Oniv-grüner Trophäen-Plenty-Flosser. Sehr ja, gut. Ja, es gibt noch so Schnitte-Artefakte und so weiter, also... Guck mal, Mortel. Hä? Was denn? Der Fisch? Ja, schöner Fisch. Der ist groß. Ja, ich weiß genau, wie du meinst. Hast du jetzt auch Grafik? Ah, jetzt sieht's gut aus, ja. Jetzt sehe ich. Nee, dein Angel war eben leer. Okay, aber eigentlich hab ich da hingehalten. Ja, ich weiß. Ich hab auch, wenn ich mit dem Maus drüber gefahren bin, hab ich ihn auch den Namen gesehen, aber mir wurde der grafisch nicht angezeigt. So, dann sind meine Grafikbugs. Ich auch kurz nochmal dorthin, ne? Ja, mach das. Meine Grafikbugs sind also jetzt vorbei, jetzt hast du sie. Alles gut. Aber als ich ihn in der Hand hatte, hab ich ihn gesehen. Also, das war nur eine Angel. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich ein Skelett. Jetzt mal eine Kiste dumm hingestellt. So, ah ja, denk daran nachher das Meerjungfrauen-Amulett beim Händler abzugeben diesmal. Ja, macht Sinn. Ja, für den Bonus. Hab ich aber sowieso schon mal so gemacht. Nö, wir sind eigentlich relativ gut aufgestellt gerade. Lagerkiste. Okay. Also, ja, wir haben gerade durch die Lagerkisten haben wir so viel Zeug. Mal schauen, wo wir gleich. Wo ist denn das? Pack die auch mal kurz um. Ein Plan der Außenposten wäre jetzt aber. Gibt's keinen nächsten? Doch. Soll ich zum Plan der Außenposten oder soll ich nach oben zu Dagger Tooth? Gute Frage. Warte mal hoch. Oben ist hier Dagger Tooth. Ja, guck mal, wir haben ja. Warte. Hoch. Links. Das Dagger Tooth und dann haben oder wir. Oder Golden Sands, das gibt auch. Guck mal, wenn wir könnten North Star Sea Post und die Fische weggeben und dann weiter zum Außenposten. Zum Sands, ne? Ja. Okay, dann Nordwesten und dann nach Westen, okay. Also würde ich mal, das ist so dann fast in der Linie, weißt du? Ja. Susi? Ja. Das ist eine Frage wegen Holz und Kanonenkugeln und so, ne? Mhm. Wir haben über 100 Holz. Alles klar. Also um die 120 ungefähr. Drei Lagerkisten, ja, geräumt schon. Wie viele Kanonenkugeln haben wir? 83. Auch schön. Ich glaube, ich muss mal zählen. Hier noch klauen.
Raketenkugeln freue ich mir mehr. Ja, die waren sehr gut. Die haben den zum Stehen gebracht. Richtig, weil ich damit richtig schön reingeballert habe. Nachdem wir endlich so die, also die muss Hitbox man damit gesehen haben. Also muss man nicht diesen dämlichen Mast treffen? Nein, in dem Fall. Das habe ich immer probiert. Ja, die Mast. Weil die Logik ja auch ist. Ja. Das Ding ist. Ich hatte auch mal ein anderes Spiel gehabt, da musste ich den Mast treffen. Natürlich, dafür waren die ja da, um die messen. Aber ja, der Mast hat keine Hitbox. Ja, aber die Logik sagt halt, ich will das Ding wegholzen, also holze ich auf das Ding. Aber jetzt wissen wir es, und die Kettenkugeln sind fucking effektiv, ey. Das ist der Hammer. Ja. Die fliegen ein bisschen komisch, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und, ja. Aber ich habe mit Brandbomben drauf geschossen, normale Kugeln und Kettenkugeln. Also ich habe alles drauf gedonnert, was wir hatten. Ja, die hatten dann, wo die dann so slow waren, hatten wir auch gut. Da haben die ja gleich 3, 4, 5, 6 Hits dann mit Ema quasi gespressen. Die haben dann ordentlich abgekriegt. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr abschätzen, wenn, zum Beispiel, wenn die ja dann stoppen, ne, und langsamer werden. Müssen wir auch langsamer werden, sonst fahren wir an denen vorbei und das Wenden dauert wieder. Da müssen die Siege dann hoch. Ja, und ich würde sagen, in einem Kampf brauchen wir jemanden anders, der sich um die Siege kümmert, weil Susi am Reparieren ist. Ja, weiß ich mal. Das muss jemand abwechseln. Also. Und das macht Sinn, wenn das einer von uns macht, der dann schon oben ist. Da würde ich Robby für nehmen, weil ich ja mich dann im Notfall mit um die Reparatur mal kümmere. Ich sehe den Seelposten. Noch Robby? Ja. Ja, das kriegt man noch hin. Da spielen wir uns noch ein. Aber es hat halt jetzt. Da hat halt jetzt schon gut funktioniert. Genau. Ja, wir haben heute zwei Schiffe in die versenkt. Ne? Ja. Eins hast du gerade schon alleine versenkt. Aber guck nur mit einer Kamikaze-Aktion. Das wäre aber auch beinahe schief gegangen, oder? Ja, also, das ist nicht mehr die beste Möglichkeit. Ja, es soll keiner damit rechnen, dass da Brandbomben liegen, ne? Also. Hier, guck mal. Oh, verdammt, ich fahr ganz falsch. Hört er mich nicht? Nee. Doch. Doch, wir ignorieren dich aber gerade konsequent. Oh, dann ist ein Seeposten. Ja, genau, da will ich ja hin. Achso. Genau, wir wollen jetzt Seeposten und dann links zum Außenposten. Susi, ich krieg alles mit, was du tust. Ich habe gesehen, dass du angelst. Ja, aber wir haben einen riesengroßen, nochmal so einen riesengroßen Fisch gehabt. Ja, aber wenn ich gerade auf der Karte bin, kann ich das nicht. Ja, du warst da noch nicht an der Karte. Ich hatte dich ja noch am Steuerrad angesprochen. Da sehe ich dich nicht, wenn ich mich konzentriere. Egal. Er ist gerade auf der Pfanne, kannst du ihn dir ja angucken. Weil ich ja doch jetzt zwei schon geangelt habe. Links eine Schaluppe. Fahr mal links dran vorbei vom See, passen wir, dass der Steg ist. Sonst müssen wir einmal jedes Mal drum rumspringen. Ich sehe den. Was? Links? Links. Weiter links. Ja, ich sehe ihn gerade. Okay. Was? Du siehst ihn oder siehst du ihn nicht? Ich sehe ihn gerade, ja. Okay. Ja, aber jemand muss jetzt gleich Anker. Ja. Susi, du bist dran? Ja, sag dir mal Bescheid. Jetzt. Ja, war vielleicht ein bisschen früh, aber. Was willst du machen? War zu früh. Ja, das war noch sehr früh. Ja. Okay. Du, hier brät noch ein Fisch. Jo, den Rest aus der Kiste kann ich nehmen, oder? Ja. Soweit schon. Ja, schön, dass ich gehe, nicht, dass noch ein Braten wird. Ach, ich hab hier mit Heißfleisch. Uff. Ja, die große überlasse ich dir. Du hast dich so drüber gefreut. So, mal gucken, was der hier verkauft. Würde ihr die Angler auch. So. Guck mal hier, gebraten. Ah ne, der Robby ist das. Da ist er gerade nicht im Raum. Und ich bin gerade losgerannt. Genau, alles gut. Ja, da macht inzwischen die Katzenklos. Da kann man dann wahrscheinlich noch ein kleines bisschen länger spielen. Aber nur auch noch 5 Minuten hochziehen. So, wo ist es denn hier? Boah, der hat ein Segel. Ist 44.000 für ein Segel günstig? Na, die kosten eigentlich 59. Boah, scheiße. Ja, komm, kauf ich. Achso. Jäger der Morgenröte. Okay. Was
Was hat denn jetzt 850 gekriegt? Für den Fisch bestimmt. Hm. So, ist sowas in der Kiste zu verkaufen? Ja, ist noch drin. Okay. Ich hatte aus Versehen vergessen, meine zwei Bananen rauszutippen. Alles gut. Ja, okay, hab alles. Weißt du, was ganz nervig war während des Kampfes mit dem Skelettschiff? Machen. Deine Katze hat dauernd geschrien. Soll ich sie wegpacken? Nee, nee. Es war nur ein bisschen ungewohnt. Ja, Ruf 13, immerhin. Ich hab Ruf 14, aber ich hab den nach. Geht immer langsamer. Oh Gott, ich blicken hier durch. Ja. Okay, links ist so außen. Naja, einfach weiter jetzt. Nach Osten. Westen. Ja. Tja. Gibt's was Gutes zu kaufen hier noch, oder? Siegel und Hut. Und Siegel halt relativ günstig mit 44.000. Hol ich mir noch, ich komme mit dem Dings nach. Jo. Ist nicht das schönste Siegel, aber es ist halt günstig. Ich will einfach nur alles haben. Ich ja, genau. Kaufen. Hast du zu viel Geld für Kleidung rausgeworfen? Nein, ich könnte das Siegel nicht leisten. Ich habe immer hier das Zeug bei den Goldsammlern und sowas gekauft. Wollt ihr was Lustiges hören? Hätte ich den Hut nicht gekauft, hätte ich mir das Siegel zusammen leisten können. Ich spare gerade. Worauf? Ein paar Waffen. Ah, okay. Weil ich will diese Sets der Schiffsratten haben, das so heruntergekommen aussieht. Mhm. Die sind extrem teuer. Ich bin mit meinen Waffen mittlerweile echt zufrieden. Vor allem dieses Undead-Ding, was wir uns ja jetzt erspielt haben, das ist ja auch eine Mille, ne? Ja. Aber dieses rot-schwarze Schwert, was wir jetzt haben mit dem Paket, das ist halt mega. Also. Ja, also ich kann einen kleinen Tipp geben, wenn wir wirklich Geldnot haben, na, also wenn es ja wieder Mille kommt natürlich. Es gibt Schatzmissionen, die sind sehr selten. Das sind so antike Schätze, das sind auch extra Belobigungen. Das sind sowas wie diese Rätsel, die wir jetzt im ersten Story-Bereich gemacht haben. Dass ja. Und das sollte man mit mehreren machen, weil man hat nur ungefähr 3 Minuten Zeit, einen ganzen Schatz, eine ganze Schatzhöhle auszurauben. Ah, okay. Das muss man ganz schnell machen und man muss vorher Rätsel lösen oder einen Boss bekämpfen. Aber das sind so ganz spezielle Schätze. Wenn ich die das nächste Mal sehe, kaufe ich die schon mal, dass man da einfach mal machen kann irgendwann. Mhm. Weil die sind selten im Angebot bei dem Schatzmeister. Beim Schatzmeister, okay. Ja, ja, das sollten wir alle immer mal gucken. Mh. Das woran merkt man, das sieht man, das ist so richtig goldig eingerahmt und da ist dann so ein Altar aus Gold wird angezeigt. Okay. Das sind auch extra Belobigungen, weil die geben viel Gold. Ne? Da liegt überall Gold auf dem Boden zum Beispiel, die muss man schnell aufsammeln, ne, und mitnehmen. Und die Kisten vor die Höhle stellen, weil wenn die Tür zugeht, ist die Tür zu, man kommt da nicht mehr raus und so weiter. Na, Ninja looten können wir doch. Naja. Aber das würden wir hinkriegen. Also man kriegt das auch allein hin. Gut, aber es ist das sind so das besondere Sachen. Naja, je mehr dabei sind, umso mehr Schätze kann man sich da rauskramen.
Und natürlich, wenn man Piratenlegende ist, die Athens Segen-Mission, die geben extrem viel. Darum wird das wahrscheinlich auch für Piratenlegenden nur erst freigeschaltet, weil man sich dann erst leisten kann. Also, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch als Grafen jetzt kommen könnte. Ach nee, hier hinten ist. Doch könnte schon passieren, ne? Das könnte passieren, ja. Sieht gerade sonst recht ruhig, wenn ich. Chancen stehen gut vom Grafen. Oder ist der Feuerkopf noch da? Der gilt nämlich auch. Ne, der ist nicht mehr da. Also, Moment, wie steht's gut? Das wäre cool, wenn das klappen würde. Wir sind ja gut ausgerüstet. Ja. Wir haben aber auch ein bisschen was gerade zum Abgeben. Ja. Das ist das Seeposten, oder? Ich glaube, ganz rechts ist irgendein Spielerschiff. Ist es. Ich sehe nur nicht, welcher Steg jetzt besser ist. Ich glaube, der hier vorne, naja. Ich bin am Acker. Nee, der da hinten wäre geiler, da hast du vielleicht die Hütten dran. Ja, ich sehe ja, dieser vorne jetzt hier. Hm? Ist für mich direkt vorne. Ja, vorne klang für mich wie das erstkommende. Okay. Anker? Nein. Hm. Wegen dem OP-Borsch etwas. Das war wegen was anderem. Okay. Das war wegen Schatz, den wir schon mal runterschieben. So, wir werden jetzt hier. Jetzt. Drücken. Wir haben uns gerade recht flach. Ja. So, hier Anker. Knapp, das war Millimeterarbeit bei euch, ey. Ui. Da ist man doch mal auf dem Steg. Auch wenn es nicht der Hauptsteg ist. Jetzt suche ich gerade. Ach, da hinten. Die Truhen, können wir die jetzt auch bei diesen Händlern abgeben oder ist es trotzdem beim Truhenmann? Das ist die normalen Schatztruhen beim Truhenmann. Also ganz normal wie immer. Ich gebe nur das Juwel ab bei dem Händler. Ja. Okay. Zwei Juwelen haben wir, glaube ich, sogar. Ja, zwei haben wir. Und der ist am anderen Steg. Ja, irgendwie. Hier bei mir. Ich bin gerade da. Ach. Nee. Aber jetzt gehe ich. Da lassen wir uns schon wieder ablenken mit allem anderen. Nee, jetzt bin ich vor Kart gelaufen. Hä? Naja, wo bist denn du? Oh mein Gott. Die Richtung stimmt, Susan. Alles na, gut. Nicht ganz, die läuft gerade zu uns, ja. Hm. Jetzt rechts von dir ist ein Steg, Susan. Ja. Ich sehe es, danke. War etwas verwirrt, wie immer. Wo ist denn jetzt die Schiffe? Bin ich gerade völlig falsch gelaufen da hinten. Oh, ich habe einen Goldsammler neuen Rang. Ich muss gleich mal zu dem. Wo ist denn die Drecks Taverne hier? In der Mitte. Ach ja, da war die. Ach ja, das ist doch Golden Sands. Ich komme hier nicht mehr aus dem vom Schiff. Wir hatten Ritualschäden? Ja, ja. Von der Galeone wurde. Ah, die lassen auch sowas fallen. Okay. Warte mal, welche Truhe habe ich jetzt? Truhe des Seefahrers, wohin? Zum Schatztyp. Wir hätten natürlich auch einfach unser Beiboot nehmen können, ne? Ja. Das ist auch nicht viel schneller gewesen. Ich hab schon mal letzte, also. Verdorbener Kopfgeldschiegel. Ich muss mal kurz mit dem reden. Goldmagnat, cool. Oh, ich hab hier. Verdammt, jetzt geh weg. Hier ist gerade so ein Seefahrt, aber ich kann keine neue kaufen, machte.
Oh Mann, mir fehlt noch E-Level für die nächste Stufe bei dem Gold-Sammler. Ich hab einen Gold-Sammler nächste Stufe. Ich auch, ich hab grad 35. Was? Warum? Warum ich nicht? Du hast ein Skelettchen, das soll ich denn auch verkaufen? Ein was? Was? Skelettschlüssel? Nein! Das ist sonst so. Achso, das ist die Quest, okay. Das ist ja. Das, ja, das ist so. Ja, wo ich mal sagen bin, dass hier nichts mehr drin ist, jetzt bin ich nämlich vollkommen. Ich hab das letzte. Das hab ich nicht gehört. Hat er aber, das stimmt. So, ich hab jetzt so eine Tresor-Quest. Also, das ist jetzt. Ja, ein gefährlicher Tresor, der vom verschiedenen Black Soul. Genau, diese Tresor-Quest, das sind diese. Die ist aber nicht gold umrandet. Ja, gut, das ist goldiger. Nee. Gold umrandet ist ja auf Stufe 50. Nee, goldiger sehe ich ja auch nicht. Da, nee? Nee, dann lass es. Ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll. Siehst du meinen. Ach ja, warte. Siehst du meinen Stream? Ja, jetzt sehe ich ihn hier. Ja, da sind ja Gold hier. Na, da gerade sehe ich. Ich habe ja Delay. Ja, doch, die habe ich. Ja, das goldiger. Ist, da ist, das ist ein Goldtresor, also Leute. Ja, die Symbole haben alle drei Missionen bei mir hier. Viel wichtiger ist doch die Frage, warum habt ihr schon 35? Ich hab auch, na ne, 35. Robby, ich hab 33. Okay. Ich hab doch schon ein bisschen mehr gespielt, bevor wir zusammen gespielt haben. Ja, okay, gut. Ja. Da hatte ich 2-3 Ränge mehr. Frage, wie lange machen wir denn noch? Bis morgen früh. Ja, genau. Bis wir auch arbeiten müssen. Dann kann ich bis um 8. Also ich würde sagen, maximal noch die halbe Stunde voll bis um 12 und dann. Ja, genau, wenn wir nämlich jetzt sagen. Eigentlich müssten wir jetzt aufhören, ne? Ja, eigentlich schon. Weil sonst kommt wieder eins zum anderen und dann ist es wieder schwer. Also mir persönlich ist es egal, ich habe bis um 10 gepennt, ich kann eh nicht schlafen. Mir fehlt extrem viel Schlafen letzte Nacht immer so nebenbei. Ja. Also möchte ich jetzt aufhören. Warte. Eine Sache machen wir noch. Wenn ich das gerade richtig sehe, machen wir eine Sache noch. Oh da ja. Da vorne steht eine Schaluppe. Ja, dann Anker hoch. Alle an Anker. Und dann müssen nach rechts. Ja, ich sehe den. Okay. Das heißt, wollen aufhören, wenn muss. Weil wir müssten dann auch noch die. Wir müssen dann noch die Handelsflagge auch abgeben, ne? Das ist. Ach ja. Die gibt ja auch noch Gold. Dann machen wir hier. Dann machen wir. Genau. Nur noch kurz das. Irgendwie kommt das sehr bekannt vor. Ach Susanne, ich will jetzt noch irgendwie Blut sehen. Der muss jetzt noch sterben. Ich glaube, ich bin gerade. Wir haben nichts Spannendes gemacht. Also Ende müssen wir noch bei Kolzen. Jetzt ist er links von uns. Ja, ich hatte gerade einen Bug-Click oder so. Alles gut. Oh ja, der will uns. Der hat Bock. Was der will? Hat Bock zu haben. Oh komm, jetzt wird der wieder quatschen. Der will mich nicht, ich will nicht. Ist mir auch scheißegal, der Typ wird verrecken, elendig. Dann soll er was anderes spielen, wenn es mir passt. Ich glaube, er hat sich gerade versenkt. Oder? Könnte nur Wellen sein. Weißt du, ja, manchmal passt das ganz gut. Wie kann man hier nochmal reden? Alt. Alt. Hey, my friend! Stop it, please! Wait. Oh. Verdammt! Was machen wir? Hart eindrehen. Kann ich nicht, wir müssen ankern. Mehr kann ich nicht. Müssen wir nicht? Ach Mann! Warte. Er ist übrigens schneller, ne, wenn er im Wind ist. Ja. Achtung, Felsen. Ich kann nicht mehr als nach gut, rechts. Alles gut, kein Anker. Alles gut, alles schön. Ja, so. Wenn du das brauchst, vorher nur gleich, ne? Nee, ich dachte, du rennst gerade schon wieder zu Anker, deswegen so. Nein. Susi, du kannst unsere Segel immer einsetzen, weil wir brauchen viel Wind.
Ja, ich bin doch schon da. Ich habe mal kurz meine Muni aufgeladen, ja. Schön. Ich mach das mit Klappe. Ja, im Gegenwind, da brauche ich gerade nichts ausrichten. Okay, wir fahren wieder aufeinander zu. Sehr gut, der hat Bock auf uns. Hat er nicht. Nee, der fährt weg, Robby. Ja, im Gegenwind, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Das ist so negativ. Eben. Wenn er jetzt weg ist, das ist Susanne. Hätten wir fast getroffen, ein kleiner Ritt. Das war nicht viel, ja. Nee, er ist schneller. Er zieht das Segel hoch. Wieso? Der will schnell sein Zeug verkaufen beim Außenposten. Ja, definitiv. Warte! Wir sind friedlich! Ja, das haben wir gerade... Wait! Er will verkaufen. Auf jetzt, ja. Ja, Gegenwind. Was sollen wir denn machen? Ja, nix. Husten. Das Gute ist, er kann immer nur eine Sache tragen. Ne? Ja, der wird nicht viel haben. Es geht mir gerade rein ums... Ich will noch den... Aber warum zieht er das Segel ein? Das verstehe ich nicht ganz. Weil er denkt, das ist wichtig. Das ist der Anfänger, hat er nicht viel. Gut, er wollte gegen uns kämpfen. Oder er hat uns benutzt, um die Richtung zu... Dass wir jetzt wieder Kacks Gegenwind haben, ey. Das ist zum Sch... Oh, Wind hat gedreht. Ja. Aber ich glaube, wir gucken, ob man doch kriegen wird. Hallihallo, danke für den Raid. Willkommen im Stream. Hallo, my friend. Wir rammen jetzt jemanden. Leave your ship to us. Wir rammen jetzt jemanden. Ja, wir rammen jemanden. Wir rammen. Wir rammen mehr. Fuck, du doch. Anker. Ja, ich. Ab. Ach, du hast gut. Komm du unten. Wow. Okay, der sinkt. Aber. War zu erwarten. Wo ist er denn? Ist nichts mehr drin. Ich sehe ihn auch gerade nicht. Yeah! Ach, die Hütte kaputt. Piraten! Wir sind Piraten. Parley am Arsch. Okay, das war's. Schnell ihn zu durchsuchen. Vielleicht kriegen wir ihn schnell. Hier ist er. Wo? Da ist er. Bei mir. Den haben wir. Aber er hat halt leider nichts mehr. Ist mir egal. Ja, okay. So. Jetzt bin ich kurz davor, mich schnell umzubringen, um ihn dann auszulachen. Er hatte wirklich nichts mehr, ne? Nee. Ist völlig egal. Hauptsache, wir haben jemanden das Spiel vermiest. Der hat wahrscheinlich gerade angefangen. Und der schreibt gleich auf Reddit, so eine Scheiße, Kackspiel, kein Bock mehr jetzt, auf den Kack. Hier ist noch ein Spieler. Nee, das ist der Merman, oder? Das ist der Merman, aber das nicht bedeutet, unser. Das ist noch ein Spieler hier. Ja, hab ich gesagt. Der taucht nur auf, wenn noch ein Spieler da ist. Er war also zwei Leute. Insel durchsuchen. Bin ich schon auf dem Weg. Ich bleib auf dem Schiff. Ja. Ich will auf Reddit lesen, dass jetzt jemand keinen Bock mehr hat. gerade runtergeladen. Ja doch, ich bleib auf dem Schiff, weil das letzte Mal, wo alle runter waren, wurde unseres gesprengt. Ich sehe hier niemanden. Ach ja, Robby. Du kannst auch im Auge behalten, ob das jemand noch da ist, Susi. Hier Robby, ja, Robby, komm mal zu mir. Hier ist ein Krug, den kannst du anklicken. Oha. Du hast eine Belobigung bekommen, ne? Nee. Dann hast du es schon mal angeklickt. Dann war das aber Zufall. Unser Schiff läuft ja voll. Warum? Ach, die Scheibe sinken.
Na, wegen gerammt. Ah, wir haben nicht repariert. Ja, haben wir nicht gerade zu dir gesagt, du kümmerst dich fix darum? Die Flagge, holt die Flagge. Ah, jetzt können wir die Flagge nicht mehr abgeben. Tja. Doch, können wir. Weil wir haben ein Beiboot. Ja, aber wir müssen beim Schnitter abgeben. Hey, unsere Flagge müssen wir nicht beim Schnitter abgeben. Doch, wenn sie durchs Versand. Achso, wenn ihr getrunken ist. Ihr müsst bitte meine Bestätigung einholen. Wir haben doch gerade gesagt, du kümmerst dich darum, wir machen. Habe ich das bestätigt? Botschafterstatus verloren. Ach, ihr wart zu viel. Nee, der kriegt was. Ach, das wär nur 800 Gold gewesen oder so. Maximal 1000. Flagge. Ist das die Flagge? Ja, ich hab eine Flagge. Und hier ist sie noch. Ja, die zwei Lagerkisten waren eh leer, die sind voll. Ach, das war Schlüssel. So, warte, Moment. Ja, bleibt jetzt kurz dort, wo ihr seid. Ich guck jetzt, wo unser Schiff ist, unser neues. Ja. Und hol euch eventuell ab. Raidman, vielen Dank für dein Follow. Hey, was leuchtet denn auf der Insel? Achso, das war ein Fernglas. Okay. Ihr müsst wirklich. Da ist der andere Spieler bei uns hier. Wo? Hier, auf der Insel, direkt zwischen dir und uns. Ja, ich hab ihn. Ihr müsst wirklich meine Bestätigung einholen, weil ich krieg nicht immer alles. Wissen wir gerade noch, wo wir waren? Verdammt, ich sehe nicht. Ich hasse dieses Ego-Ding. Er ist tot. Perfekt. Ja, wir waren gerade auf. Wie hieß es? Golden Sands, glaube ich. Wir sind Außenposten. Neben dem Schnitterversteck. Golden Sands. Ja, genau. Bin ich relativ nah. Okay. Ja, Raidman, ich weiß nicht, warum du es bisher nicht gehabt hast. Danke für dein Follow übrigens. Dann nochmal. Wir sind die weltbesten Piraten anscheinend. Ne? Ja. Chaotisch wie sonst was. Passt gut zum Titel, was hier gerade so abgegangen ist. Ja, Chaoten-Crew. So. Also, ich muss jetzt eigentlich nur leicht nordöstlich. Okay. Seht ihr, da war ja wirklich noch jemand auf der Insel, oder? Unser ganzes Hafengut weg. Ja, du kannst ja noch das Ruderboot aufsammeln, wenn du magst. Ach komm, haben wir all die ganzen Schätze abgegeben. Es wäre jetzt schlimmer gewesen, wenn die noch drauf gewesen wären. Das stimmt. Oh, der Typ hatte einen Schädel in der Hand. Oh, ich habe noch einen Schädel. Ja, der hatte noch einen Schädel in der Hand, als er gestorben ist. Den gebe ich natürlich jetzt ab. Darum blieb er noch auf der Insel. Die hatten irgendwo. Warte mal. Warum hat er den Schädel noch gehabt? Der Schiff war schon lange weg. Ja, der hatte sich wahrscheinlich versteckt, aber er hat irgendwie wahrscheinlich als Anfänger nicht gewusst, wo er den jetzt abgeben muss. Was ist denn das für ein Schädel? Ein ganz normaler Kopfgeldjägerschädel. Komisch. Aber ein ganz. Oder die haben die Schätze nur kurz irgendwo auf der. Keine Ahnung, versteckt. Es ist ein sehr niedrigstufiger. Also wir werden dafür jetzt nicht viel kriegen. Wo ist denn. Ah, es steht sogar schon eure Namen. Ich fahre einfach auf eure Namen zu. So, geben wir ihn noch ab. Ah ja, da bist du. Disse waren sehr niedriger. Also es waren wirklich Anfänger, den wir jetzt das Spiel vermiest haben. Ja. Umso besser. Find ich gut. Das ist ja Ziel der Sache, allen anderen das zu versammeln, damit wir am Ende auf dem Server alleine sind. Oh nö! Was? Ich krieg einen Kraken! Nein! Was? Kommt, ob's, es geht. Ja, das ist mein Ernst. Wo bist du denn? Was mach ich mit der Flagge? Da hinten ist er. Was mach ich mit der Flagge? Verdammt! Wo ist der Meermann? Ich hab den Skelett, wisst ihr, ich kann auch nichts machen. Hier bei uns, Ben. Aber wir können doch aufs Schiff zurück. Beim Hauptsteg. Ja. Hier ist noch ein Meermann. Ja, wir können, aber wir haben noch die beiden Sachen hier. Ja, Ben? Ja, ich bin auf dem Weg zum Meermann. Fuck. Was soll ich die Botschafterflagge hin tun? Leg sie einfach auf den Boden jetzt. Die ist sowieso nichts wert. Ah, okay, dann musst du Mama und Bobby helfen. Skelettschlüssel liegt auch da. Krake wäre jetzt mehr wert.
Wir haben jetzt auf dem Schiff ein Kanonen. Ja, oder? Das passt noch, Susi. Jetzt hör mal auf. Das passt. Oh mein Gott, wir sinken! Ja, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffst du alleine nicht. Fuck. Wir sind alle da. Ich nicht. Ich aber. Und Ben auch. Ach du Scheiße! Scheiße, komm auf diese Drecksflagge, Susi. Ja, erwischt. Das Schiff ist erstmal wieder repariert. Ich komm auf dich. Also ich habe nur schon ein paar Hits mitgegeben, aber ich schaffe halt mir alles gleichzeitig. Alles gut. Tragen, wir müssen fünf. Wir müssen circa fünf Dinger. Ja, der saugt einen gerade ein. Ja, er hat mich eingesaugt. Oh nein. Ich sehe nix. Hilfe. Ich kann nichts machen. Wie, du kannst nichts machen? Ja, was wollen wir machen? Ja, da können wir nicht hin mit der Kolonie, oder? Na, du scheiß Vieh. Doch, getroffen. Ich habe keine Chance, hier raus. Ich kann maximal mal versuchen. Er spuckt mich jetzt aus! Treffen immer wieder. Ein Ärmel haben wir. Ah ne, oder? Ja, oh mein Gott! Dann sind schon zwei unten. Ben und ich haben auch schon einen nach unten geballert. Da könnt ihr mit dem Gewehr schießen. Verdammt! Oh mein Gott, ich bin ganz weit. Ah, hier ist ein Meermann. Noch einer. So, wer ist unter Deck und macht sich. Und macht das los? Ich mach. Okay. Es sind mehrere. Ich brauch Hilfe. Okay, ich bin auf dem Weg. Die Arme sind weg vom Kraken. Ja, wir sind schnell Hilfe. Wir sind, der ja. Krake ist weg. Leute, wir brauchen viel mehr Hilfe hier. Susi ist weg. Ja, Susi, ich komme. Die Krake, nein, wir sind mit dem Schiff zu weit aus dem Ding Susi, raus. Machst du Wasser? Ich mach Wasser, ja, okay. Robby, wie sieht's mit Löchern aus? Danke. Auf der anderen Seite sind noch ganz viele. So, die Krake kriegen wir nicht. Oh nein, das ist halt. Oh. Wie kriegen wir nicht? Wir fahren nämlich wieder. Wir sind kurz aus dem Tintending raus und jetzt fahren wir. Warum fahren wir? Weil keiner den Anker gelegt hat. Okay, da wenden, schnell. Dreh ein. Sag Bescheid, wenn gedreht ist. Ich dreh jetzt. Ich repariere weiter mit Robby. Unten sieht jetzt erstmal alles gut aus, oder? Nur noch kurz die Schaluppe machen. Ich bräuchte noch einen. Wenn es gerade passt. Robby, das krieg ich jetzt alleine hin. Ey, dass der Kraken in dem Moment auftaucht. Skelettschiff von rechts. Jo. Oh fuck, wenn wir die mehr. Alle Kanonen geladen. Krake. Da liegt ein Schatz auf im Wasser. Ja, das. Wenn ein Tentakel erwischt fertig ist, ist schon ein Schatz. Geht weiter? Oh ne. So, wir sind da. Okay. Müssen näher ran, es trifft nichts. Es trifft nichts. Same. Ja, ich komme nicht ran. Sie kommen jetzt. Keine Sorge, die kommen jetzt. Oh ja. Oh. Oh, wow, 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 wow. Reparieren gehen. Ich habe hier. Wow, ich brauche mehr Kanonenkugeln. Hallo? Ich bin eingesaugt. Ja, du kannst da nicht viel machen. Ich schippe auch noch. Versucht euch auf einen zu konzentrieren, auf einen Tentakel.
komm. Ja, erwischt. Verpiss dich vor mir. Ich bin auf dem Weg. Oh. Bin da. Skelettschiff kommt übrigens gerade. Oh nein, ist auch noch. Ach du Kabel. Ja, der dreht sich gerade zu uns. Was hast du gesagt? Next. Oh, ja, ja, okay, ich habe gesagt. Verdammt. Gut, Frau. Kurz Hilfe. Bin da schon dabei. Ich habe schon 2 Stück zugemacht. Okay, ich schippe, okay? Aber ich habe jetzt kein Holz mehr. Du musst zumachen. Ich schippe. Hm. Ich habe jetzt gerade absolut kein Holz. Wo ist ein Loch hier? Wow, ich krieg den nicht richtig ins Visier. Nee, ne, die Position ist gerade scheiße. Ja, ich habe einen Tentakel, krieg ich gerade. Wow. Okay, langsam machen wir das Problem. Hast du Holz? Ja, aber. Oh, hier sind 4 Decks, hier brauche ich Hilfe. Ja. Noch ein Weg. Und zwar schnell, das steigt wie die Hölle gerade. Ja. Oh Mann. Das ist immer so hektisch. Wir haben es geschafft! Nee, ist weg. Alle? Wir haben es geschafft! Was? Du Chippern, 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 Chippern! Wir haben es geschafft! Mein ja, Gott! Ja. Oh. Chippern! Chippern! Leute, reparieren! Ist doch schon nicht alles repariert, aber oben noch nicht. Das ist das Problem. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Jawoll, ja! Hier liegen jetzt überall Schätze rum. Wir müssen jetzt hier aus. Übrigens noch 3 Löcher oder so und wir wären nass gewesen. So, wo sind die Schätze? Ich hab Hakenfleisch gesammelt. Ja, sag gut, kannst du. Oh mein Gott! Mit Timer, ich koch's gleich. Ich sehe hier keine Schätze. Ich mache Timer an, weißt du? Ich habe. Hier sind überall verteilt die Schätze. Hier hinten ist noch einer. Hier hinten sind sogar 2. Ja. Und wo ist es? Da vorne ist auch noch welche. Ich gehe auf die andere Seite. Oh, jetzt sind sogar 3. Nice. Ach komm! Aha. Mann, jetzt sind es keine Quellen. Ah, also sich ja, auf. Jeweils immer auf einen richtigen Tentakel zu konzentrieren, ist sehr gut, finde ich. Bei mir ist so eine Kiste, die kann ich gar nicht mehr nehmen, weil ich einen Schädel habe. Mhm. Hinten vom Schiff. Also hier ist noch Fleisch. Und. Ja, vielleicht kannst du einfach und so. Und Shell, ja, ja. Ja, wunderbar. Nee. So viel gibt der gerade gar nicht. Hä? Ich krieg den. Ich kann den nicht aufheben. Ist vielleicht auch, wie viel man erledigt hat in der Zeit oder so vielleicht? Nee, der tötet dann einen. Es kann aber auch sein, dass er geflüchtet ist. Aber wir haben ja den Erfolg bekommen. Das heißt, wir haben ihn besiegt. Ja, dann ist ein bisschen traurig. Also, heute sind alle. Hier, bei mir, wo ich bin, da ist Kraken und so, ich kann da nichts aufheben, irgendwie buggy gerade. Sehe ich gar nicht mal. Ach da. Und wo da? Ich konnte das jetzt nicht, da war. Ich muss zum Kind. Ach da. Ich hab irgendwo was gesehen, aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Irgendwie glaube ich das. Ben, du stehst da oben, ne? Kannst du mich in die lenken? Ach da. Wo bist du? Links vom Schiff. Also. Weiter da. Ja, weiter in die Richtung. Was? Weiter in die Richtung. Immer geradeaus. Genau, da müsste jetzt hier irgendwas da irgendwo sein. Ah ja, da ist was, da sehe ich ihn. Oh ja. Ein Stück Fleisch und Schädel. Das Fleisch kann ich auch nicht nehmen. Mhm. Den Schädel auch nicht. Keine Ahnung, das war gerade buggy. Die sind verbuggt. Kann sein, dass wir nur geringere Beute bekommen haben, aber ich weiß nicht warum. Also das ist jetzt ein bisschen ernüchternd tatsächlich. Und die 2 Schädel und eine Kiste oder so und ein bisschen Kartenfleisch. Es kann sein, weil wir da mitten wieder zurückgefahren sind und das wirklich aus Zeit noch ein bisschen dazwischen kam. Mit als Galeone muss man nämlich ungefähr 5 bis 6 Tentakeln. Ja, das haben wir aber auf jeden Fall gemacht, aber ich finde es trotzdem sehr ernüchternd. Also, hast du schon mal unter dem Schiff geguckt? Nicht, dass wir da drauf sind oder so? Guck mal. Also wir haben jetzt hier Truhe. Ne, Kopfgeldjägerschädel, exotische Seide. Ja, es ist weniger, als ich
weniger ist gut, dafür, dass das Vieh gar nicht mal so übel ist, ist das nichts. Also, was kriegen wir für unsere 5000 Gold? Also ich gehe eher davon aus, dass, dass das jetzt nicht so der Maximalschaden war oder so. Keine Ahnung. Die Kapitänsruhe, die kam auch von dem? Oder? Ja, die kam von dem, ja. Ach, das war unter Schiffsratten. Das war Schätze im Nebel, genau. Also du hast einen Kraken bezwungen. Das haben wir bekommen. Kann ich Anker machen, oder? Mhm. Ja. Aber Kraken... Ist es... Mhm. Krakenfleisch wollen wir dann auch noch im Seeposten abgeben, ne? Mhm. Apropos Krakenfleisch, kann jemand unten gucken, ob Susi was auf der Pfanne hat? Ja, ich gucke. Ne, hat sie nicht. Aber ich hau mal drauf. Dann guck noch mal ein bisschen im Gewässer, vielleicht haben wir was übersehen. Och komm, jetzt kommt ein Skelettschiff. Okay, wir haben kein Holz mehr, also nicht kämpfen. Oh, der Wirbel ist auch direkt neben uns. Ah oh, nee, dann war das kein Skelettschiff, dann war das das. Oh, Gott. Das ist so, ja. Ich sehe nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ah, da. Ja. Oder es lag daran, dass, Robby alleine war, als er auftauchte. Das könnte sein, ja. Weil dann ist die Belohnung niedriger, weil er auch einfacher zu besiegen ist. Natürlich, weil er dann, weil man dann immer davon ausgeht, dass es eine Person ist. Aber so wenig Belohnung, wenn man es alleine macht, finde ich trotzdem übel. Also, weil alleine ist das Ding ja heftig. Dann kannst du die, die Segel höher machen, ich sehe nichts. Okay, Tour des Kapitäns ist eigentlich ganz geil, die habe ich ja nicht gesehen. Ja, der Schädel ist auch hochwertig. Aber komm, wir haben jetzt einmal einen besiegt, ne? Vielleicht auf dem Schwierigkeitsgrad easy, aber wir haben. Mhm. Das ist okay, sag ich jetzt mal. Also für eine Person wäre es okay. Wenn es für uns alle vier wäre, die Belohnung, dann würde ich sagen, fick dich. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das durch das Triggern, weil er alleine war, dass das jetzt nur als alleine galt. Es ist wahrscheinlich trotzdem mehr, als was wir für die Flagge gekriegt hätten. Ja. Ja. Aber das Gedächtnis habe ich halt zurückgelassen, ne? Ja, das ist der Wabaki. Keine Ahnung. Nee, das Gedächtnis ist der unseren von ach so. Der Main Quest. Ach, dann machen wir den nochmal neu. Aber wir sind jetzt bei der Insel, heißt... Da ist noch was im Wasser, hier rechts. Ja, das ist ein Beiboot, das ist... Krille. Das ist unser altes Beiboot. Ach so. Ach so, ja, dann sind wir da hier, ja. Hobby, machst du Anker? Ja. Also jetzt glaube ich nicht, aber... Ja, jetzt mach Anker. Das ist ein Ancient. Hier ist er nicht, dann ist das wahrscheinlich der, wo... Ist da unten jetzt auf dem Feuer was? Achso, ja, da habe ich Kartenflasche hingelegt, hab ich vergessen. Das habe ich jetzt verpeilt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon drauf liegt. Na, siehst du doch, ob es durch ist. Das dauert noch kurz. Oh Mann, 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 Mann. Sowas passiert immer. Ja, wir wollen nur mal ganz kurz noch das machen. Aber heute ist auch krass. Also. Heute geht's ja Schlag. Also, wir haben zwei Spielerschiffe versenkt. Wir haben eine große Skelettgalion und den Kraken. Mhm. Anche jetzt vollständigkeitshalber noch einen Megalodon dran. Ja, den haben wir ja ignoriert, als er kam. Richtig. So, Flagge ist hier und Schlüssel ist hier. Ja, die despawnen ja nicht. Nee, es hätte ja jemand hier vorbeikommen können. Also Flagge habe ich, Schlüssel müsste jemand anders holen. Ja, den Schlüssel, den... Oh, guck mal, ja, den werden wir jetzt nicht weitermachen. Ja, ist richtig.
Wir haben auf jeden Fall noch die Flagge, die ist Stufe 2. Ja, komm, die können wir ignorieren dann. Nehmen Sie mal mit, falls wir dran vorbeikommen, aber. Naja, wir wollten noch zum Seeposten wegen dem Haifleisch. Ich weiß nicht, Kraken. Wo der ist, deswegen. Weil wir haben ja noch nie Krakenfleisch abgegeben. Mhm. Ich muss unbedingt mein Licht wieder richtig installieren, damit ich auch in der Webcam laufen kann. Guckst du kurz an dem. Ach, hast du runtergenommen das Fleisch? Ich nicht, Robby. Ich hab's wieder rausgetan, ja. Perfekt. Okay, da hab ich mir die letzte Kiste genommen. Passt. Ah, hier ist so ein Schädel. Okay. Pirat. Naja, man kann zu diesen beiden Anfängern eben sagen, was man will. Sie haben nicht um ihr Leben gebettelt. Mhm. Also es war verdient, versenkt zu werden. Ja. Ja. Wir hatten ja schon einige, die sagten immer, oh no, 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 no. Und einige, die dann sogar noch die Flaggen angeboten hatten. Es war völlig, völlig verdient. Also ich habe da auch keine Skrupel jetzt. Ich sowieso nicht. Das ist völlig legitim. Ich sage schon die ganze Zeit, dass mir das egal ist. Ach, also wenn ich mit alleine mit der Schaluppe unterwegs war, wurde ich auch schon auch versenkt. Ja, siehst du. Und ich mach trotzdem weiter. Wer Schwäche zeigt, hat verloren. Keine Gnade. Alles völlig legitim. Wenn jemand bettelt, einfach nur mal draufhauen. Genau. Besser sagt, okay, töte mich einfach. Ja, im Grunde haben sie die Wahl. Entweder man sagt, töte mich nicht, dann sagst du, du Lappen, jetzt erst recht. Mhm. Oder halt tot. Also es ist egal. Richtig. Bin wieder da. Pirat. So, ist alles verkauft. Hast du das ganze Krakenfleisch schon gefahren? Nein, nicht alles. Ich habe das nur von der. Ich wollte jetzt, ob sie schon vorher irgendwas gefahren hatte. Nein, es ist nur eins, aber ein Dings im. Eingebraten ist es in der Kiste. Ja, ja. Aber wir haben doch mehr aufgesammelt, oder? Ich nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. War da noch mehr? Ich konnte einen nicht aufheben. Ich habe nur eins aufgesammelt. Hat noch jemand anders Krakenfleisch aufgesammelt? Na, ich hatte eins reingetan. Oder eins. Okay, dann haben wir zwei. Aber das zweite ist gerade weg. Also der Seeposten ist jetzt genau im Osten. Oder haben wir jetzt eins doch vergessen? Na, ich weiß nicht, wo deins ist. Also ich habe auch. Warte mal, ich kann mal gucken. Ich habe aber. Ne, ich habe auch. Kein zum Ende. Das ist nicht mehr drauf, warte mal. Ne, ich habe nicht mal. Ich habe gar kein Essen mit. Ich auch nicht. Habt ihr die Flagge wieder aufgehoben? Weil wir hier ja, aber die. Ja, werden wir jetzt wahrscheinlich abgeben, die ist so niedrig und das wird immer ordentlich Zeit kosten. Wir werden jetzt einfach nur zum Seeposten und das Krakenfleisch abgeben und fertig. Wollen wir das Ruderboot sicherheitshalber mitnehmen? Nee. Ey, wir geben jetzt noch das Krakenfleisch ab, dann ist schwummi-wummi. Man kann übrigens zwei Knarren mitnehmen, ne? Ich weiß. Ah, okay. Ach so? Ja. Naja. Muss halt das Schwert wegtun für. Ach so, genau. Ja. Aber Schwert finde ich wichtig. Also ja, deswegen mache ich nicht. Ich hätte einfach gerne, das ganz gerne drei Waffen dabei, das würde mir halt gefallen. Einmal halt Fernschuss, dann Nahschuss und Schwert. Das macht es dann sehr einfach. Naja, wenn das jeder kann, ne? Ja. Ob ich jetzt für jeden Anwendungsfall mir eine andere Waffe ausrüste oder
schon einfach dabei habe. Nach der Insel selber kannst du das nicht mehr ausrüsten. Richtig, aber wenn ich halt weiß, okay, wir sind zum Beispiel fort, dann nehme ich eher eine Schrotflinte anstatt meinen Sniper. Da haben wir noch 5 Tentakel getötet oder sowas. Warum haben wir ein Kraftfleisch? Das ist irgendwie. Gut, eins war verpackt. Blut und ein Schädel war verpackt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich eingesammelt habe, Kragenfleisch war. Ja, also. Ich habe einfach F gedrückt. So. Ja, verstehe ich schon. Oder jemand hat es aus Versehen gegessen. Nee, ich. Ich auf keinen Fall. Also, das wird's ja merken, weil da kotzt er ja. Hm. Also weil da wär's ja roh nur noch roh gewesen. Achso. Na, aber rohen Tintenfisch kannst du essen, so ist er nicht. Theoretisch. Ja. Ist auch oder noch, ja. Ja, gut, ja. Gut, Rundfisch aber auch, ja. Susi, du aber wolltest doch, dass der Krake erscheint. Ja, aber eigentlich dann, wenn wir 100 Bretter haben und nur 20. Ja. Wie gesagt, ich hatte einfach die Vermutung, dass war Robby ganz alleine auf dem Schiff, als er auftauchte, war er so in diesem Art Easy-Modus. Ach so. Darum haben wir weniger Loot bekommen. Weil wenn man alleine ist, muss man nur 2 oder 3 Tentakeln töten. Ja. Wenn wir ihn dann noch mitkriegen. Wenn ich das jetzt meine Karten gehabt habe. Weil wollte ich euch ja einfach nur abholen, ne? Hobby, wie war's denn? Karten immer, wenn man alleine nur so zweit ist. Hobby, wie war's denn, als der Karten erschienen ist für dich? Ja, das Schiff ist langsamer geworden, da habe ich mich erst gewundert. Ich dachte erst, hey, was ist das jetzt für ein Scheiß? Ich bin am Anker. Anker jetzt. Ja, und dann hast du gesehen, dass das Wasser sehr, sehr dunkel ist, ne? Genau, und dann kamen auf einmal Arme. Und dann habe ich gesagt, scheiße. Die Wendung war ziemlich dumm. Ach, die war erstklassig, war die. Wir alles haben keinen Holz. Alles. Ach, doch, Hammer. Ich habe auch noch zwei. Nichts kaputt. Das ist ja gar nicht so krass. Wir hängen nur in der Grafik. Guck mal, direkt über den Steg. Perfekt. Sehr schön. Hat jemand das Krakenfleisch jetzt mitgenommen? Nö. Oh, guck mal, hier sieht man. Sehr gut. Ja, da wurde das Wasser schwarz und dann kam auf einmal. Hoppala. Was gibt auch 450. So okay. Ist auch nicht die Welt, aber. Ja, für. Naja, ja, gut, ja. Ja, das werden wir nochmal rausfinden, ob das nochmal mehr gibt. Also Fleisch und so. Mal gucken, ob er was Neues verkauft. Every star tells a story. Könnte was für dich sein? Schiffsrattenhut? Ja, den nehme ich sogar. So, haben wir jetzt noch was zu erledigen, ne? Nee, das wäre jetzt. Nur noch kurz die Schaluppe da hinten. Nur noch kurz die Schaluppe. Es ist halt schon wieder 10 nach 0, ne? Ja. 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 Weil ich habe 3 Brandbomben. Gibt's noch welche auf dem Schiff? Weil dann tun wir jetzt noch feierlich den Scheiß versenken. Ah. Das auch nicht. Ich hab noch 5. Jetzt nur 3. So, das machen wir nämlich immer abends, wenn wir aufhören, wir versenken das Schiff. Eine Seemannsbestattung. Und trinken darauf ein. Prost. Ach, aus Schiff wieder dafür. Ne, da brennt man. Ich kann nicht mehr so richtig gehen. Stimmt, Robby, wir wollten doch nochmal versuchen, die Steam-Errungenschaft zu bekommen. Deswegen bin ich hier oben. Was denn für eine Errungenschaft? Titanic. Achso, ja, die habe ich. Ja, wir haben sie nur in Xbox. Und wir wollen gerade versuchen, das um aus Steam ja, zu Susi, du hast das auch noch nicht, soweit ich das weiß. Ja, ich suche gerade irgendwie hochzukommen. Ich sehe gerade die Leiter nicht. Was ist denn du, Hobby? Ich bin betrunken. Die Leiter ist hier vorne. Ich kann halt kaum laufen. Wir müssen Tricks trinken. Was ins Gesicht spritzen, nehme ich auch nicht hingetrunken. Halt, okay.
Komm einfach hier hochgerannt. Ja, dann brennt die Tür doch wieder an. So, jetzt. Ich glaube, die Kapsel brennt. Das sind Morses Schuhe. Naja, okay. Das sind meine Schuhe? Na, du hast die Elfen Dragon genommen. Achso, ja. Schuhe. Was ist damit? Achso, ja, ah. Dein Schuh und dann hat er gerade eine Katze drin. Ich glaube, jetzt kippt ein Mast gleich um. Brennt. Warte. Ich hab nichts mehr zu essen bei mir, oder? Fuck, ich bin ja schon wieder. Ja, das klingt halt gut. Und jetzt brennt die Katze. Fuck, ich bin tot. Das ist eine Katastrophe. Aber volle Möhre. Ich bin leider down. Oh, da fällt das Ding runter. Auf meinen Kopf. Oh ja, das sah gut aus. Komm schon, lass mich aufs Schiff, mein Gott. Oh nee, das halte ich, das überlebe ich nicht mehr. Zu gut. Gibt's nicht eine andere Möglichkeit, das Schiff zum Sinken zu bringen, ohne dass wir das Feuer bringen? Natürlich. Ja, warum macht man das nicht? Weil wir keinen Sprengfest haben. Ich nehme, wenn wir das zu haben, mit dem Opfer. Hm? Alles gut. Du darfst mir vorher was beantworten. Ich bin einfach reingehüpft und bisschen nach hinten gerannt. Ich nehme einen Vogel. Guck dir an. Ich mach's besser, ich bin einfach unter Deck. Weil da brennt es dann irgendwann nicht mehr, zum Beispiel jetzt, weil jetzt so Löcher drin sind. Und jetzt geht's auch langsam unter. Ja, es sinkt. Ja, ich hab nicht, bin nicht schnell genug. Ich bin natürlich wieder auf dem Deck. Na komm runter einfach. Runtergerannt, hier ist überall Wasser. Die versuchen gerade das Titanic Assembly nachzumachen. Das ist ein Erfolg, den man machen kann, wenn das Schiff sinkt. Ja. Wir haben den ja theoretisch schon, aber leider noch Xbox. Ja, ja, Steam hat das nicht übernommen, aber ich habe meinen ja aufgeführt. Wahrscheinlich kriegen wir ihn so jetzt auch nicht, aber... Noch warum? Weil Xbox denkt, wir haben den schon, Steam sagt, Xbox hat den schon, also haben die den schon, und dann kriegst du ihn nicht mehr. Okay. Naja, aber ihr könnt es ja einfach probieren. Ja, ja, deswegen machen wir es, ja. Okay, jetzt geht's runter. Unter Wasser eigentlich spielen? Ja. Ja. Habe ich mich nie ausprobiert. Wer braucht schon andere Piraten? Wir versenken unser Schiff selbst. Und das machen wir gerne. Ich sehe von hier aus irgendeine die Katze, die mitten da auf dem Deck sitzt und brennt. Mein Vogel ist intelligenter, der ist auch zu mir geflogen. Naja, meine Katze ist mir halt treu. Steht an meiner Seite. Bis in den Tod. Tode. Ich klinge irgendwie Vorsprung, hat hier immer was getrunken, oder? Das ist auch gerade, aber. Nee. Dann haut es aber gerade überhaupt die Leine. Guck mal, da pennt eine Katze. Direkt vor uns. Lässt sich aber Zeit zum Sinken gerade. Jetzt passiert wieder was. Perfekt.
Jetzt gehen wir weiter hoch wieder. Ja, es sinkt runter. Aha. Ja, jetzt kommt Wasser. Jetzt. Ja, jetzt ist es. Und bekommen? Nee. Ah, ist schade. Da ist aber schön, dass du unter Wasser noch bist. Nein! Da sieht man, wie tief es hier runter geht. Ja, ich hänge fest im Schiff. Ja, ich bin leider runtergefallen. Nee, da kriegen wir die Errungenschaft nicht mehr. Oh, da ist was hoch, da fliegt was hoch. Ja, ein Jammern. Nein! Wahrscheinlich die Flagge. Der glitzert was, ja. Ja, ist die Flagge. Ja, ist die Flagge. Nee, schade, weil da hatte ich auch bloß zugelesen, wenn es das nicht übernommen hat. Entweder kann doch Support was machen. Das heißt, wir müssten die mal anschreiben und sagen, uns fehlt das und das, gleich das mal an. Müssen wir halt all unsere Errungenschaften vergleichen, ne? Xbox und Steam. Oder aber wir haben Pech gehabt und das Ding ist durch und es geht nur mit neuen Piraten. Ja, aber dann verliert ihr ja alles. Ja. Richtig. Deswegen, da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wenn der Support nichts machen kann, dann draufgeschissen. Sind ja nur irgendwie so 17 Errungenschaften oder so. So, Freunde, ich gehe auch jetzt raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich auch. Ich wünsche auch im Stream alle gute Nacht. Und danke fürs Zuschauen. Wir haben doch wieder gut was gemacht. Ja, morgen machen wir wahrscheinlich weiter. Ja. Mit der Story mal kurz. Ja. So die ersten 3 Meter und danach machen wir was anderes. Ja, wie immer. Gute Nacht. Bis später. Also wenn wir jetzt 5 Mal